beruhigt. Moin, 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 moin. Was geht ab, Leute? Wir gehen rein in Minecraft. Hallo. Das erste Mal in Minecraft. Mit dabei heute die Lina, aber die heißt heute anders. Der Mixuwix und die Skady. Und wir haben richtig Bock. Wir haben einen eigenen Server. Und der heißt Mecklenburg-Schwerin. Ja, Digga, das ist so dumm, Digga. Du hast gerade. Was denn? Du hast gerade geleakt, mein Freund. Ich hab nur sich selbst. Ja, nur mich selbst. Nee, er hat den Server geleakt. Ja. Mhm. Ja, da und? Ach so. Aber das ist doch reicht ja nicht. Ist doch gewitelistet. Guck mal, die fängt schon an. Ja, Franzi macht erste Erfahrung. So, dann gehen wir mal in den Überlebensmodus, zack. Also können wir jetzt auch Schaden nehmen, ja? Ja. Ich war vorhin mehr als glücklich, als ich auf dem Feuer stand und keinen Schaden gekriegt habe. Naja, wir haben die Monster noch aus, weil wir spielen das jetzt erste Mal. Jetzt habe ich gesehen. Also Achso, gibt auch nachher keine Monster. Keine Monster in der Nacht. Ah, okay. Ja, von Anfang, weil ja. Skady ist ja noch... Später, okay. Also wenn wir ein bisschen drin sind, ein paar Tage, dann machen wir die paar Monster. Tage? Ja, paar Tage. Das mach ich nachher schon an. Nee, das kannst du vergessen. Ich kann das nicht. Ach was, kannst du nicht, gibt's nicht. Richtig. Aha, da hat jemand schon eine Holz... Achso, hab ich auch. Ja, moin. ja, ich brauch Holz. Gady, nicht runtergraben. Nicht runtergraben. Hä? Noch nicht. Oh, nee, das wäre nicht so schlau. Ich habe die Rinde abgemacht von dem Holz. Lol. Das geht? Ja. Mhm. Das geht. Das geht aber nicht so viel, nur optisch. Am das Anfang... Hast du schon mal Minecraft gespielt? Ja. Echt? Mhm. Ich kann dir empfehlen... Ich kann dir empfehlen, geh nicht so tief nach unten. Ich will nur Stein. Achso. Ja, du fällst sonst irgendwann in eine Höhle rein. Das kann passieren, richtig. Ja. Da ist Kohle. Kohle! Das kannst du nicht mit einer Holzaxt kaputt machen. Du brauchst eine Steinaxt dafür. Den hat sie jetzt, oder das hat sie ja jetzt abgebaut. Ich bin so lost. Stein. Ich bin gerade bei Holz. Muss schon alles, was wir brauchen. Also. Guck mal, ihr habt jetzt beide die Karte offen, nur ihr alle, ne? Mhm. Siehst doch die große Insel, die jetzt bei uns vor uns liegt, ne? Mhm. Und dahinter, da wo der große See ist, ist so eine ganz kleine Insel. Genau. Im Kreis. Dieser grüne Fleck da. Seht ihr den? In der Mitte. Fast in der Mitte. Diese Insel. Da wollen wir hin. Das ist unser Ziel. Okay. Da wollen wir bauen. Ich hab keinen Stein abgebaut. Sondern? Was hast du dann abgebaut? Gar nichts, das ist verschwunden. Ach so, du kannst es nur abbauen, wenn du eine Spitzhacke hast. Richtig. Ja, du brauchst eine Spitzhacke. Das meine ich doch. Ah, warte. Hast du mir nicht gesagt? Hab ich. Jetzt weißt du es. Warte, ich baue dir eine. In der wunderbaren Welt von Minecraft. So, ich mach das hier in die Kiste und dann kannst du dir die rausnehmen. Hey, spawn keine Saplinge, was soll das? Hast du? Oh, Skadi? Nee, noch nicht. Oh, nee, das war Holz. Oh, Mann. Ey. Oh, entschuldige, das war mein Holz. Ach so, Entschuldigung. Ja, es waren Holzstöcke, sorry. Ja, auch die sind wertvoll. Ah, ja. Alles wertvoll. Schöne, gute Holzaxt. Mhm. Oh. Ja, die macht auch richtig, richtig Spaß hier. Es ist so schnell. Wahnsinn. Ja, ne? Irgendwann werden wir Diamanten finden. Vielleicht heute noch. Ja, ich auf jeden Fall. Ja, du gehst natürlich gleich in die Höhle. Du willst gar nicht bauen, ne? Doch. Erst Haus bauen. Und ich baue aber die Höhle dann im Haus. Ah, da ist ein Zeppling. Der gehört mir. Ich hab mir das
selber gecraftet. Oh nein! Ach so. Na, dann nehme ich sie mir wieder. Ich habe ein Sapling. Escape. Oh. Ah, du bist super. Warte. Guten Tag. So, hier kannst du raus. Ihr baut auch direkt hier bei einer Kiste ab, ne? Lol. Hey, jetzt baue ich mir mal was. Ich bin nämlich ein richtig guter Crafter. Bin richtig gut. Zu gerne. Klar, Mann. Kann das nämlich richtig gut. Mini-Hexe hat dem Faustschrift Steinzeit erzählt. Ah ja. Das hat aber lange gedauert. Also ich meine, ich habe das Ding vorhin schon gecraftet. Du musst mehr... Nein. Sie hat auch jetzt Steinzeit erzählt. Okay. Warte. Au. Ich lag ihn einfach zu Brei. Hey, hört auf. Ein Schwert brauchen wir auch, ne? Ja, aber ich hab kein Holz mehr, scheiße. Warte, ich hab. Da. Oh. Sammel ich das ab? Ne, ich sammle es nicht ein, das ist so weit unten. Warte. Ja. Hm. Ah, ich hatte noch Holz. Hier ist echt viel Kohle, Wahnsinn. So, ich brauche ein Schwert. Hallo. Oh, ich habe jetzt 5 Steinachs gemacht. Lol, Steinpickhacken. Nicht schlecht. Das geht mit diesem Holz gar nicht, sehe ich gerade. Man braucht Fichtenholz. Digga, du hast nicht mal eine Axt in der Hand. Ich habe eine Axt in der Hand. Nein, hast du nicht. Doch. Du hast eine Fork in der Hand, Digga. Ah, nee, das ist Scuddy. Ja, wollte schon sagen. Du hast eine Fork in der Hand, du brauchst eine Axt. Hab ich doch. Ja, wollen wir zum Holz abhacken? Ja. Das dauert dann länger, also das macht keinen Sinn. Mach es nicht. Item, hä? Nein. Ich möchte... Was ist das? Auf damit. Bist du da unten fertig? Ich würde das hier gerne zumachen, dann können wir los. Nee, ich bin noch nicht fertig, warte kurz. Können wir nach da drüben hingehen? Oh. Ja, ich bin gleich oben. Geh schon mal Zuckerrohr holen. Was wollte ich jetzt? Ich will noch ein bisschen was craften. Kannst du mal offen lassen, bitte? Holz. Stein müsste ich mir eigentlich machen, ne? Egal. Was musst du machen? Steinachs. Steinachs. Und sowas alles. Ja. Egal. Ich mach mir jetzt schon mal ein Boot und dann düsen wir da rüber zu der Insel. Mhm. Ne, ich geh zu Fuß. Wie heißt das? Einfach Boot? Ja. Ah! Digga, wie heißt das? Warum? Du kannst es nicht schreiben, also du bist noch im Kreativmodus drin. Doof. Du kannst nicht einfach Boot schreiben. Natürlich kann ich Boot schreiben. Nein. Hä? Hä, natürlich kann ich Boot schreiben. Du musst bloß auf das Buch klicken, du Trottel. Meine Güte. Das ist eine schöne Konversation zwischen euch beiden. Ja, ey, sowas Dummes. Oh, Schafe und Schweine. Wie kann man nur so dumm sein? Mensch, Paul. So. Oh, ist das nicht schön? So eine wunderschöne Nacht. Und gemeinsam sitzen wir hier und singen das Lagerfeuerlied. Ach so. Ach ja, ein Schwert. Skadi, hast du schon ein Schwert? Ja, ein Steinschwert. Gut. Wer hat das Schwert hier reingelegt? Holzschwert. Ich weiß nicht. Lol. So. Jemand könnte auf mein Boot mitfahren, weil man kann zu zweit fahren. Wenn wir schon losfahren wollen. Also einer müsste von euch noch ein Boot machen, weil Paul ist so egoistisch und ist schon abgehauen.
Ist er schon los? Ja, natürlich. Guck mal, ist auf der Karte. Guck mal auf der Map, wo er schon wieder ist. Wir sind so, was sollen das? Wir, ja, ich verstehe. Was sollen das? Ja, ein bisschen ja, ich würd sonst auch zu Fuß. Ich schwimme euch hinterher. Hä? Nein, dann komme ich zurück. Ja, einer muss ein Boot bauen von euch. Oder soll ich ein Boot für euch bauen? Ich kann auch ein Boot bauen. Ja, dann bau ich ein Boot. Komm zurück. Du brauchst nicht zurückkommen. Bis du da bist, sind wir schon weg. Nein. Doch. In der wunderbaren Welt von Minecraft. Okay. Da. Soll das jetzt hier bleiben, was wir jetzt hier haben? Ja, oder ja. Falls wir sterben, spawnen wir hier. Okay. Es sei denn, okay. Wir finden ein Bett. Warte. Oh, perfekt. Fast tot. So, was muss ich abnehmen? Ja, hier runter. Warte. Das, was du sonst noch nicht hast, also Fleisch. Und die Karte, hast du eigentlich schon. So, einer kam hier mit drauf. Haut ihr da jetzt alle euer Holz rein? Macht ihr nicht, ich könnte mitnehmen. Einer kann bei mir mit aufsteigen oder ihr fahrt beide gemeinsam zu zweit. Wenn ihr beide zu zweit fahren wollt, könnt ihr auch. Bist du lieber, Skadi? Skadi! Mir egal. Wartet! Ja, wir sind doch hier. Wir warten hier. Okay. In der wunderbaren Welt von Minecraft. Guck mal, da ist ein Oktopus. Oh ja, kannst du ja töten. Kriegst Tinte. Das stimmt. Die sind auch friedlich, also die wehren sich nicht. Nee. So, dann. Hey! Oh, danke. Wer war das? Ich hab mich gerade geschlagen. Geil, ich hab mich gerade geschlagen. Warum hast du dein Schwert in der Hand? Ja. So, komm rauf. Damit sie mich schlagen kann. Wie komme ich denn da rauf? Rechtsklick. Genau, mit Rechtsklick. Warte mal, ich muss mal F5 drücken. Warte. Ja, was? Warte, wir warten auf Paul. Soll ich fahren oder willst du fahren? Nee, ich fahre. Achso, einsteigen. Ich glaube, du hast gar nicht die Möglichkeit zu wählen. Ich seh die Map nicht mehr. Fahr mir doch einfach hinterher. Okay. Du musst auf F drücken. F? Bei der Karte. Du musst loslassen. Also wenn du die ganz kontinuierlich ruderst, dann zeigt er dir nichts an. Achso. Komm hier hinterher? Ja. Komme! Leon würde vielleicht nachher mitmachen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, man könnte auch von der PlayStation mit zusammen in die Lobby, in die Dings rein. Bei uns. Ja, man könnte es ja mal da testen. Wir müssen nach da, glaube ich. Ich bin gerade in die falsche Richtung gefahren. Aber Leon hat jetzt da geht's mal weiter. Sowieso, Nele. Kommen die hinterher? Ja. Ja. Gut. Vorhin war süß. Nele hat sich im Spiegel gesehen und hat sich selber angelächelt. Oh. Hui. Oh, das ist eine Krake. Bei Graten. Oh, Birke. Ja? Ich mag Birken, ich finde die sehr schön vom Holz her. Ja, können wir nachher abholzen. Aber immer wieder anbauen, ne? Steppen ja, einsammeln. Sicher. Wir wollen die Welt ja nicht zerstören. Wir sind und wenn wir gleich irgendwo Zuckerrohr sehen, müssen wir kurz anhalten. Oh nein, wir haben das Zuckerrohr. Da, wo wir, ich hab da, die, wo wir ich hab die, haben. Ich hab die. Ja, du kannst die doch gleich anpflanzen an der Küste. Das stimmt. Ja. Hier auf dem Sand. Oder es geht auf Sand, es geht aber auch auf Erde. Auf Erde geht's auch. Ja. Echt? Habe ich noch nie gesehen. Ja, doch, geht. Doch, die ich jetzt gerade abgepflanzt habe, waren auch auf der Erde. Also auf dem Rasen. Oh Mensch, das ist eine richtige Kanufahrt. Ja, Mann. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Hollali, Stopp. Was? Ich bin ausgestiegen. Ja, warum steigst du denn aus? Warum? Ja. Ey, was kriegst du mir? Hallo! Drin? Ja. Geil. Oh, da ist Zuckerrohr. Oh ja, gleich ab. Lass uns da mal anlegen. Sind wir schon richtig? Sind wir schon da?
Warte, ich will einsammeln. Ich will einsammeln. Oh Mann. Entschuldigung. Das war ich. Ja, jetzt fährst du. Wir sind auch gleich da. Jawoll! Geil! In der wunderbaren Welt. Ey, fahr soll ich vielleicht auch fahren? Die Steuerung ist super. Die Steuerung, ey, ich komm sehr gut. Ich komm damit klar. Ja, nicht schubsen. Geil. Oha, da ist ein Dschungelbaum. Bäume, cool. Das direkt an der Insel, super. Nein, wer klingelt denn jetzt? Ich habe keine Zeit, ich bin live. Ich muss mal kurz ran. Sind wir schon da? Ja, rechts ist unsere Insel. Okay. Hier ist unsere Insel. Okay, dann bleiben wir hier stehen. Ich muss mal kurz an der Tür. Ist gut. Hi. Nimmst du das Boot mit? Wie steige ich aus? Mit rechts, nee, mit... ja, oder mit Shift. Also Großschreiben. Großschreiben. Ja, und ja, ich nehme das Boot mit. Wer war das? Ich war das. So. Nein, wer der geklingelt? Das war Mama, die hat mir was gebracht. Ach, verrate das doch nicht. Mensch. Ich steig nochmal aus. Mit Shift. Mit Shift. Ah, sehr gut. Blümchen. Ich muss wieder F5 drücken. Ja, sehr gut. Ah, ich glaube, du bist unsere Gärtnerin. Ah, nein, Schiff. Wir haben einen Huhn. Wir haben einen Huhn. Wir haben unser erstes Essen gefunden. Oh. Nee, ich hab schon ein. Zwei. Perfekt. Ich hab schon ein Schwein und ein Ding schon getötet. Ein Schaf. Nicht töten. Kannst du das doch nicht einfach töten? Klar. Nein. In der wunderbaren Welt von meinem. Oh, ich habe einen Zeppelin gefunden. Hallo, nein. Wir haben 2023, excuse me. Darum geht's nicht. Kommt hier nie wieder raus, ihr Kleinen. Da unten sperre ich euch erstmal ein. Ey, aua! Warum muss ich immer verhauen werden? Das ist ungerecht. Fall da rein. Nein, hör auf. Fall da rein, du blödes Vieh. Mensch. Los. Wo seid ihr alle? Wir sind denn auf der Insel, du siehst uns auf der Map. Hallo, Wolfi. Ja, ich höre was. Hallo. Hallo. Noch ein Wolfi. Gerne sind da lang irgendwo. Hallo. So groß ist die Insel doch gar nicht. Nee, aber wir können ja auch drumherum bauen. Aber ich finde die Insel wunderschön. Ja, du hast recht, hier ist schön. Bisschen bergig. Ja, ich mag die. Und hier sind Wölfe, das ist super. Auch die Umgebung ist schön. Noch ein Huhn. Wie kriege ich das? Kann ich das mitnehmen? Ja, mit dem Mais, mit dem Dings, was du eingesammelt hast. Mit dem, wie heißt das? Weizen. Samen. Mit dem Weizen-Samen. Und die kommen dir da hinterher und ich hab... Ja, das war deins. Es ist dir hinterher gestratzt. Wie, jetzt aus dem Gehege raus? Ach, scheiße. Hast du ein Gehege gebaut? Nein, ich hab den Loch gebaut und die da reingeschubst. Oha. Ja, die weiß nicht, kann man nur so gemein sein. Mensch. Naja, ich wollte halt nicht, dass die weglaufen. Ich jetzt weiß ja nicht mehr, wo es ist. Verdammt. Wo ist es denn? Oh. Hier, oh. Nee, die sind beide... Oh, scheiße. Okay. Sind das hier Bären oder was ist das? Ich glaube, die kann man essen. Ich glaube, mit Rechtsklick erntest du sie nur und mit Linksklick baust du sie ab. Nein. Oder so ähnlich. Also ja doch, du kannst sie essen, ja, aber das mit abbauen war falsch. Ist ja gut, Mensch. Du darfst nicht den Busch kaputt machen. Ja. Ach, der Busch, das ist so ein Dornbusch, glaube ich. Wenn ich an den Busch rangehe, dann bist du lange Bamme. Ja. Und der macht Schaden. Scheiße. Also darfst du nicht zu oft drin rumlaufen. In der wunderbaren Welt. Von Minecraft. Genau. Oh mein Gott, die Musik ist übel laut. Ja, du kannst sie leiser. Mach sie auf 10%. Ich hab sie bei mir auch auf 10. Aber die Musik ist wunderschön. Ich mag die sehr. Oh, hier ist ein Hundi! Wir brauchen Knochen! Hundi! Hab ich vorhin auch schon gesagt. Wir müssen warten, bis Skelette kommen. Ah, nee, kommen ja keine Skelette. Wir sind ja noch im Peaceful. Also, wir sind schon in Überlebensmodus, aber wir. Wie gesagt, wir spielen das Spiel seit.
Seit gestern haben wir uns das Spiel gekauft. Also wir sind noch absolute Noobs. Gut, Aileen kennt das Spiel ein bisschen. Paul hat es auch schon mal gespielt auf der Xbox. Ich habe sehr viel geguckt. Geguckt habe ich es auch, aber alles weiß ich nicht. Ich habe bei Gronkh das komplette Let's Play geguckt. Das waren 1200 Folgen. Wahnsinn. Ja. Das sind viele Folgen. Ja. Es gibt ja ganz viele Mods auch, ne? Ja, ja. Ich wollte ja, ja das Problem ist, wir sind hier auf dem Server, wo die Mods nicht wirklich funktionieren. Finde ich aber auch gut. Also, dass wir keine Mods haben? Ja, das ist bei uns gemein. Ich finde es irgendwie dann zu einfach. Aber wie gesagt, wir werden bald, das wird nicht lange dauern, auch die Monster anschalten. Aber jetzt ist quasi noch Schonzeit. Ah, ich freue mich schon drauf, wenn die Monster kommen. Sonst ja, bin ich immer richtig geschockt. Ich bin dich, ich werde mich nur verstecken. Ja, ich habe genau. so eine Angst. Genau, darauf habe ich Bock. Nein! Bitte nicht. Oh. Oh nein! Ach so. In einer wunderbaren Welt von Minecraft. Oh, was kann ich jetzt nehmen? Wie kann ich sie mitnehmen? Die Hühner? Ich hab ein Huhn gefunden. Dein Weizen, also mit diesen komischen grünen Krümeldingern. Genau, die findest du, indem du Gras abbaust. Das hört sich falsch an. Ja, sie hat vorhin ganz viel Gras abgebaut. Eigentlich müsste sie was haben. Das hört sich so falsch an. Reicht einmal oder zweimal? Gras einmal abbauen. Reicht. Es reicht, dass die das sehen und dann gucken sie dich an und dann weißt du, dass du ihre Aufmerksamkeit hast und dann kannst du loslegen. Die laufen dir hinterher, so wie mir vorhin. Können die auch schwimmen? Ja, ich glaube schon. Wir lernen das alles noch. Wir sind absolute Profis. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Aber eigentlich können die Tiere alle schwimmen, ja. Hunde sterben irgendwann, wenn die zu lange im Wasser sind. Die, ja, sinken dann irgendwann ein. Jetzt. Aber das wird vielleicht zu schnell. Klar, put. Oh, es hat ein Ei gelegt. Es ist ins Wasser gefallen. Okay, dann vielleicht ja, nicht. Die Eier kannst du zum Beispiel sammeln, um nachher zum Beispiel eine Torte zu backen. Oder du wirfst das Ei und zu 20% oder so schlüpft sofort ein Huhn draus. Nein, ein Küken. Ein Küken, ja, stimmt. So. Wo seid ihr? Da. Ja. Wo sind die anderen Hühner? Ich hab so Bock auf Minecraft! Bei mir. Mal gucken, ob du mich findest. Oh nein! Scheiße. Ja, dann bauen wir so ab. Dauert ja auch nicht lange. Die Holzachse ist sowieso scheiße. Ich muss mir bald mal eine Steinaxt holen. Also wenn jemand von euch schon in die Höhle gehen will und Eisen holt, ich würde gerne eine Eisenspitzhacke haben wollen. Wenn du Bock hast. Mach doch selber. Hey! Denken an dich, wenn es soweit ist. Ja. So, ich baue jetzt ein Gehege, also wenn ihr Hühner findet, könnt ihr sie herbringen. Geil. Ich finde das so geil, dass man auf der Map euch alle sieht, wo ihr gerade seid. Das ist cool. Ey, raus aus dem Gehege. Los, hopp, hopp. Du gehörst hier nicht her. Verschwind. Ja, raus hier. Los. Ich krieg dich noch raus. Ich hab Fleisch, mein Freund. Da ist das Huhn. Perfekt. Stell dich mal dahin, Huhn, wo der Wolf ist. Und hätte nicht viel zu tun. Achso, ich werde übrigens noch ganz viel singen, ne? Jetzt noch. Musst du reinschubsen, das geht nicht freiwillig da rein. Ein Zeppling. Genau. Super. Tor kriegst du mit Rechtsklick auf und zu. Ganz genau so. Der will bestimmt unsere Hühner essen. Nee, der frisst sie zum Glück nicht. Der ist Vegetarier. Wunderbar. Wir müssen unbedingt noch eine Schere besorgen, damit wir schlafen können für die Schafe. Oder wir schlachten sie. Oder wir schlachten sie, aber dann haben wir keine mehr. Ja, das stimmt. Ja, wir kriegen eine Schere. Das kriegen wir hin. Ich weiß ja viel, weil ich ja so viel Minecraft geguckt habe, aber gespielt habe ich es echt noch nie, obwohl dieses Spiel schon seit 13 Jahren gibt oder 14 Jahre. Geistig gestört. So. So, mein Freund, irgendwie musst du jetzt raus. Folgst du mir? Ja! Oh, sehr gut. Wie sieht denn das im Stream aus? Sieht das gut aus oder ist es verpixelt? Willkommen.
Es ist ein Pixel-Game, also. Ja! Ja. Lol. Jetzt hast du einen rausgehauen. Ja. Also, wir haben schon mal einen Wolf. Sehr gut. Wir müssen nur noch zu einem Hund machen. Ja, wir haben ja keine Knochen. Noch haben wir keine, können wir keine Knochen. Oder kann man noch auf eine andere Art Knochenmehl bekommen? Knochenmehl? Was willst du denn mit Knochenmehl? Knochenmehl, du machst aus Knochen ja Knochenmehl. Bone-Mehl. Aber nicht für die Wölfe. Oder nicht. Ach, stimmt, ja, nur Knochen, stimmt. Ja, hast recht. Es sind ja nur Knochen denn, ne? Ich glaube sogar ein Knochen reicht nicht. Ja, es kann sein, dass man mehrere nehmen muss. Aber ist egal, Skelette droppen manchmal auch zwei Knochen. Ist immer unterschiedlich. Skelette sind so unglaublich overpowered. Drei Schuss und du bist tot von diesen scheiß Skeletten. Das stimmt, ja, sehr gut. Hopst alle hoch. Hoch mit euch. Los. Auf jeden Fall müssen wir uns ein Schild besorgen, damit wir das abwehren können. Das ist da immer noch ein blödes Huhn, das gibt's ja wohl nicht. Ihr seid nur auf Abenteuerjagd, ne? Ist da raus, mein Freund. Gut. Es leben bei meinen Jungs. So. Ich mache hier so eine kleine Fläche frei. Ja, mach das. Du hast doch so viel Kohle, ne? Ich habe keine Kohle. Hä, du hast doch so viel Kohle gefunden und abgebaut oder etwa nicht? Nee. Ich hab dann gesagt, ich brauchte eine Spitzhacke und deswegen habe ich nichts mehr. Genau. Oh, okay. Man. Baby. Okay, komm mal, wo bist du? Komm mal her. Man kann aber auch Holzkohle machen, ne? Ja, nimm das mal, was da... Nimmt, genau, bitteschön. Habt ihr gehört? Fackeln. Wenn ihr im Ofen oben Holz reinmacht, also unbearbeitetes Holz, und unten Holzbretter reinmacht, dann bekommt ihr Holzkohle in den Ofen. Und also das ist genau wie Kohle. Okay. Das ist genau dasselbe wie Kohle. Dann können wir auch Fackeln machen. Ja, ich hab Fackeln. Ach so, jetzt schon? Ich hab schon. Weil wir haben doch welche gefunden. Also wir haben doch Dings gefunden. Kohle. Beziehungsweise Skadi hat Kohle gefunden und ich hab's abgebaut. Ach so, westlich von uns, ne? Da ist ein Villager-Dorf. Das werden wir bald gebrauchen können. Dieses Bunte da, ne? Ja. Ich hab mich schon gewundert. Hab schon überlegt, ob das eins sein könnte. Nee, das Bunte ist östlich. Ich mein westlich. Ganz westlich, da ist so ein bisschen, aber keine Ahnung, das könnte auch ein Villager-Dorf sein. Aber so dicht nebeneinander sind die eigentlich nicht, ne? Ja, die müssen, ich glaube, 62 Blöcke voneinander weg sein, um nicht zu einem zu werden. Irgendwie so. Hey, wir haben 4 Zuschauer. Denn 4 steht für... Scheiße. Lifestyle. Oh Mann, ihr seid so aus der Übung. Mensch. Mensch, was ist bloß mit euch los? Tut uns leid. Was? 4 Zuschauer gucken uns zu. Ist das nicht toll? In der wunderbaren Welt von Minecraft. Das ist super. So. Möchtest du jetzt ein Haus bauen, Skadi? Hast du das so schön freigeräumt hier? Ich habe eine Workbench und eine Truhe hingebaut. Wunderbar. Sehr gut. Ihr seid die allerbesten. Ich mag euch sehr. Workbench. Du magst uns sehr. Ja, wenn man lieb sagt, dann heißt es gleich so, was? Echt, Mann. Ich komme hier nicht hoch. Ja, hast du da auch schon zur Einweihung Sachen reingemacht, Skadi? Ja. Das ist unser erste selbstgebaute Tor. Erde brauchen wir nicht, oder? Ich pack's trotzdem rein. Was Erde? Ja, ich habe immer eine extra Kiste, wo ich Erde reinmache, weil ich sonst immer nicht weiß, wohin damit. Da seid ihr, hinten seid ihr, okay. So. Wer baut, ja, Skadi hat die schön freigeräumt. Bisher haben wir noch nichts gebaut. Ah, okay. Ich denke, Paul wird schon bauen, ne? Ich bin gerade dabei, Ressourcen zu sammeln, ja? Das hört sich gut an. Ach so. Nee, Skadi, wir brauchen Wasser. Das wird nichts. Ich hab bei mir schon einen Ofen und so alles hingestellt. Skadi, guck mal, siehst du das hier?
Ja, ich weiß. Die beiden vielleicht, wir brauchen Wasser. Dann gehen die auch nicht wieder zurück zur Erde. Und das muss umrundet sein von etwas anderem als Erde. Also Stein oder Holz. Okay. Was machst du da drin? Ich fütter sie. Damit sie, okay. damit sie, Na gut. Ja, was hast du denn gedacht? Dass ich sie töte? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Noch? Also wir brauchen Eisen. Achso, nee, stimmt gar nicht. Du musst... Was zwei denn? Hühnchen musst du füttern, um ein Küken rauszubekommen. Ja. Ach, echt cool. Was hast du denn vorher gesagt? Ich hab vorher was anderes gesagt. Was hast du denn gesagt? Weiß ich nicht mehr. Okay. Das ist so komisch, hier rumzulaufen, ohne Angst zu haben, von einem Creeper oder einem Skelett überrascht zu werden. Ach, komm, ich kann auch gerne anmachen, wenn du willst. Was? Nee, warte erstmal die Nacht ab. Ui, Also ich würde hier tatsächlich ein Haus hinstellen. Oh Gott, hier ist Lava. Hier ist eine Höhle. Also nochmal, ich würde hier ein Haus hinstellen, wenn ihr nichts dagegen habt. Ja, mach. Ja, mach. Ist in Ordnung. Ja. Ist bei Dolly der sein Haus, oder nicht? Eigentlich ist das ja meine Insel, ne? Schnauze. ist meine Burginsel. Ich wollte hier das Schweriner Schloss einbauen. Oh mein Gott, ich bin fast gestorben. Bist du in die Lava reingefallen? Ja, fast. Okay. So, ich pack mal hier Saplings rein, damit ihr das, wenn ihr das braucht, ne? Ich hab hier ordentlich welche gesammelt. 26 Stück haben wir jetzt. Das brauchen wir auch gar nicht. Doch, wir werden später mehr Holz brauchen. Ja, später, das stimmt. Also soll jeder sein eigenes Haus bauen oder wie jetzt? Nicht? Nö, wir können auch zusammenbauen. So ist es ja nicht. Also ich würde jetzt einfach Skadis Fläche nutzen und hier ein Haus hinstellen, weil es so schön groß ist. Hey, schon... aua! Tut mir leid. Meine Fläche ist auch ziemlich groß. Ich weiß ja nicht, wo du... Ja, wo soll ich denn jetzt... Am Wasser. Ah, ja, ich finde die schön eigentlich. Da, wo wir ausgestiegen sind. Ja. Mit Wasserblick, so, weißt du? Ich bin gerade nur... Ich hab Dings gefunden. Ich hab halt keine Ahnung, wie man wirklich baut, ne? Ich hab tausendmal zugeguckt, aber glaubst du, sowas merkt man sich? Ist so. Boah, ich hab grad keine Orientierung. Da bin ich. Da ist er. Nee, du darfst nicht übers Wasser rüber, wenn du zu mir willst. Hä, hey, was soll das denn? Ja. Ich mein's. Nee, er hat mit mir geredet. Warum? Ist auch hier. Ach so, wo der Sand auch ist. Ja. Hier. Na, Skadis Fläche ist fast noch größer. Oha, du hast ja richtig schon was gesammelt. Wolle hast du auch schon einmal. Ich hab jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mal 64 Stein. War nicht schlecht. Ich hab übelst viel Kohle hier. Übelst viel. Das ist auch gut. Ich könnte Holzkohle für uns machen. Oh, es regnet. Soll ich Holzkohle für uns machen? Ja. Okay, let's go. Was machst du, Skadi? Ich habe eben Stein abgebaut. Ich war in der Höhle. Sehr geil. Aber meine Axt, meine Spitzhacke ist fast kaputt. Ich habe mir 10 Stück mitgenommen. Haben wir schon? Wenn du noch Stein hast, kannst du dir einfach eine neue machen. Ach, wir haben noch gar keinen Ofen, ne? Nee. Doch, bei mir. Ja, bei dir. Weißt du, wie weit weg du bist? Nee, überhaupt nicht weit. Es ist direkt zum Wasser, also ganz kurz nur. Ich war eben da. Ja, stell dir mal irgendwie eine Fackel hin oder so, damit wir dich leichter finden da hinten. Warte mal, ich habe eine Idee. Zumindest, wenn es dunkel ist. Lass uns mal die Ecken so machen. Warte mal. So. Mit Holz? Ja. Das machst du dann. Okay. Ich baue dir auch einen Weg runter, aber da ist es mir immer zu anstrengend. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist so ein Villager-Style. Nicht zu doof. Wie hoch? Ich würde sagen, drei Steine und darüber das Dach. Also einen brauchen wir dann noch.
Naja, der Baum muss erstmal weg hier. Digga, warum ist hier so viel, wenn es hier so viele Kohle, der? Ja, sehr gut. Immer mitbringen. Können wir alles gebrauchen. Wir arbeiten alle zusammen. Vergesst das nicht. Wenn ihr Diamanten findet, gehören die auch mir. Ach so, daher wird das. Yeah, yippie. So, jetzt haben wir auch einen Ofen. Sehr geil. Ich komme. Ich hab jetzt schon 63 mal Kohle. Ja, die könntest du eine Tür bauen. Zwei? Na, das sind eh drei dann. So, wir machen jetzt Holzkohle, 16 Stück. Wie viele Türen? Das sind immer drei. Du baust automatisch drei Türen. Okay. Ja. Hab ich auch. Verdammt. Dann kannst du die hier, wo ich die Lücke gelassen habe, schon mal reinsetzen. Das ist so ein richtig schönes Fachwerkhaus, ne? Bisschen, ja. Du kannst bei mir auch das Sand rausnehmen, daraus Glas machen. Ja, das wollte ich gerade gleich mit dem als Aufgabe. Ja, ich glaube, wir brauchen auch einen zweiten Ofen nachher gleich. Ich hab. Dann bau doch meinen Ofen ab und nimm den mit. Nein, wir haben hier einen Ofen. Du machst dein Ding da alleine. Wir haben ja einen gemeinsamen Weg. Und den werden wir auch gehen. Okay. Oh, ist ja wunderschön hier. Oh, wie geräumig. Das regnet nur leider rein, ne? Ja, noch. Ah, Mensch. Ich habe noch kein Dach da. Mensch. Du, da fehlt noch überall ein Stein. Ein Holz. Achso, sollte einmal höher, ja? Ja, habe ich doch gesagt. Okay. Wenn du schon so weit oben bist, kannst du oben, hast du Fackeln, dann kannst du die gleich oben hinstellen. Noch nicht. Also wir machen gerade Holzkohle. Nachher haben wir Fackeln. Warte, ich gebe dir welche. Hä, wo sind meine Fackeln denn? Ach nee, da. Okay. Einmal höher so, ja? Ja, bitteschön, kannst du aufsammeln. Wunderbar. Ja, das reicht, genau. Ja. Oh nein, ich höre irgendwelche komischen Geräusche. Was denn? Jetzt haben wir einen Enderman, aber kann ja nicht sein. Nein, das geht gar nicht. Was Orange-Grünes in der Wand, was ist das? Kupfer. Orange-Grün. Ja. Kann ich das einfach so abbauen? Nee. Ja, doch. Echt? Mit Stein? Ja, mit Stein, ja. Okay. Tatsächlich. Oh, hier ist noch mehr. Der ist so dunkel hier, ich sehe nichts. Bist du in der Höhle, Kupfer? Eine Höhle? Ich bin. Ich glaube, da machst du eine Schienen mit, unter anderem. Ich bin minus 3700 minus. Also ganz weit tief unten. Das ist sehr tief, ja. Ab 56 oder so kommt durch den Diamanten. Ah, da willst du hin. Nee, ich bin gerade eigentlich auf dem Weg zu euch da irgendwo hin. Ich habe eine Idee, weil wir haben hier ein bisschen hochgebaut. Also langsam war meine Taschen voll. Können wir ja so eine Treppe hier hinbauen, oder? Ja, genau. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen. Ich wollte erstmal ein Dach bauen, weißt du. Guck mal. Ah, ich habe eine Treppe gebaut. Yippie. Sehr schön. Aber du hast das Dach noch nicht ausgeleuchtet. Ach so, ja. Ich werde mal hoch. Da habe ich dir die extra gegeben. Also bin ich oben auf dem Dach oder was? Ja, na klar, damit hier nicht spawnt. Ach so, die spawnen auch auf Holz? Ja, natürlich, spawnen auf allem. Ah. Allem, was dunkel ist. Ja, ich mach. Nee, ich bin schon oben, alles gut. Ach so! Deswegen habe ich doch gesagt. Also, es wär mir gar nicht aufgefallen, dass du hier gar nichts gemacht hast. Ach so, danke schön. Sehr nett. Faules Ding. Echt, Mann. Ich habe mich irgendwie drauf verlassen. Ach, guck mal. So, ich komme jetzt hoch. Fällt mir. Das war noch ein Blümchen. So, haben wir jetzt Sand hier, oder? Nee, noch nicht. Ja, nein. Hui.
So, zwei Blümchen, links und rechts. Ist das nicht schön? Das ist, ja, ne? Bin sehr schön. Ein echter Gärtner bin ich. Wollen wir noch eine Wendetreppe nach oben bauen für den zweiten Stock oder so? Oder einen Keller? Ja, können wir machen. Ja, Keller wäre mir fast lieber. Okay, dann mach ich einen Keller. Aber nicht in die Mitte. Irgendwo an der Seite. Einmal kurz leise. Hä? Ich höre Lava, das ist nicht gut. Was? Ich höre Lava, das ist nicht gut. Irgendwo neben mir ist Lava. Oh, ich habe was gefunden. Was ist das? Lapisalusli. Lapisazuli. Laps. Mensch, also, dass sie das alle immer falsch aussprechen. So. So, ich brauche Stein. Steinachs. Ich hab hier schon wieder Kupfer. Ich habe Angst, dass jetzt Lava auf meinen Kopf schließt. Wird nicht passieren. Ich habe Eisen gefunden. Eisen? Sehr gut. Aber nur zwei. Oh. Ja, ist nicht so schlimm. Okay. Nee, da ist drei. Soll ich hier runter? Hier gehe ich runter, würde ich sagen. Weißt du davon? Ja, ist okay. Oh, ich hab falsch. Brauche eine Axt. Ich muss aber jetzt nach oben, weil ich habe keine Spitzhacke mehr. Schaufel brauche ich auch. Meine Güte. Ist da draußen schon hell? Sehr gut. Sehr gut. Wo habe ich deine Holzkohle eingesammelt? Ja, kann sein. 16 Stück hatte ich. Ach so, wegen dem Ofen bestimmt. So. Die Kohle können wir aber verwenden, wenn. Ja. Oha, okay. Was denn? Ja, hier geht's nicht mal weiter. Was ist denn da? Wurde das auf einmal Lichterloh. Lichterloh? Naja, hier auch. Lol, wieso kann man hier reinkommen? Ach, du hast eine Fackel hingelegt, oder? Ja, ich hab dir eine mal hingestellt. Sehr geil. Damit du auch siehst, was du hier tust. Ja. Ah, hier können wir nicht lang, okay. Na, guck mal, es ist sofort grün geworden, ne? Lol. Schaufel. Hä? Lol. Stimmt, wir können auch einen Weg machen mit Rechtsklick. Wisst ihr das schon? Nee. Das war früher nicht so, ne? Doch. Nein. Ja. Früher war das nicht so, wo Gronkh das noch gespielt hat. Was heißt Weg? Du kannst halt die Erde, das Grüne wegmachen. Genau, das sieht richtig toll aus. Finden Sie nicht, dass das Haus ein bisschen zu klein ist? Hä, wir bauen doch im Keller, Mensch. Wir bauen den Keller aus. Lagerplatz. Ich find's süß, so wie es ist. Oh, ja, moin. Ich weiß gar nicht, was du hast. Skadi, wo bist du? In meiner Höhle. Ach so. Ich habe keine Schaufel mehr. Eine Steinschaufel geht ja schnell kaputt. Hä, da komme ich nicht mehr hoch? Der muss auch weg. Ich versuche gerade die Höhle ein bisschen zuzumachen, dass man nicht aus Versehen da reinfällt, weil da ist Lava. Das ist Packe. Das ist gut. Genau. So. Gut. So. Bisschen blöd aus. Aber naja, also. Verarschen? Ich brauche mehr Schaufeln. Was denn? Wie heißt denn der Schmelzofen? Das Schmelzofen war nicht. Ja. Hast du jetzt deinen hergebracht? Räucherofen, Spende. Oder Räucherofen. Ne, wir haben zwei Öfen. Einmal der. Wow. Ja, ich glaube, einmal ist der Räucherofen, einmal der Schmelzofen. Alles glaube ich nicht. Es gibt einmal den normalen Ofen, den Räucherofen und den Schmelzofen. Schmelzofen ist ja nur für Eisen und so zuständig.
Ich kenne nur zwei Öfen. Aber du kannst mit dem anderen ja auch Eisen machen. Aber dafür braucht man, ja mehr Kohle, das kann ich ja. Nee, nee, tust du nicht. Ja. Nein. So, hat, kann jemand schon mal Koppelsturm besorgen? Vielleicht? Was ist das deutsche Wort dafür? Bruchstein. Ich hab noch. Kann ich meinen Kupfer reinmachen? Hier in die rechte und dann unten rechts in der Ecke kannst du es reinmachen. Okay. Wir müssen hier mal Treppen hinbauen, denke ich, ne? Treppen wären mal ganz gut. Mach mal Treppen. Ja, mach das. Bisschen Holz ist auch schon drin im Dings. Kannst du nutzen. Das kann ich bestimmt. Mehr Holz, ne? Ja, wir brauchen immer Holz. Achso, ja, hier, warte. Ich mach Holz hier rein. Wow. Falschen Treppen? Warte mal. Die richtigen. Zack. Rein. Oh, gut. Ich werde wieder losziehen. Okay, let's go. So, jetzt haben wir eine Treppe nach unten. Super. Wer hat denn hier die Fackeln reingetan? Ich hatte noch welche. Willst du den nicht mitnehmen? Ich habe noch 13. Okay. Also ich würde unten den Keller mit Koppelsturm machen. Also mit Stein halt, abgebauten Stein. Ja. Das ist hier Kacke. Muss man einen höher bauen nachher noch. Hä? Das kann doch nicht sein, das ist doch nicht richtig. Wo ist denn der Stamm? Der Stamm? Ja. Hä? Mal kurz gucken. Ich sehe den Stamm nicht. Ach so, da. Ja, moin. Ich denke, wo ist der Stamm? Oh, die schöne Musik. Oh, Minecraft ist so toll. Minecraft! Macht man aus Kohle nicht Fackeln? Doch, ja. Mit Stöckern. Ja, hab ich. Oben in der Mitte Kohle und unten in der Mitte Stöcker. Ja, aber irgendwie nimmt er es nicht. Müssen beide untereinander sein, also zusammen untereinander. Macht er nicht. Sonst such mal Fackeln raus, vielleicht hast du da irgendwas falsch. Nur ein Stock. Ach so, hast du zwei Stöcker genommen? Ja. Ah, okay. Wir gehen noch einen runter. Hier ist sonst zu eng. Also ich muss sowieso noch zwei runter. Wegen Fußboden. Oh, das automatische Jumpen muss ich ausstellen, ne? Was musst du jumpen? Ja, das man springt doch automatisch, wenn man irgendwo rauf geht. Ja. Das kann man ausstellen im Menü.
Ach, okay. So. Oh, wie schnell so eine Schaufel kaputt geht, ne? Oh, Cobblestone, ja. Sehr geil. Jetzt haben wir mehr so viel Stein hier. Oh, guck mal, wir haben schon Eisen, Mensch. Das ist ja ein Ding. Ja, ich hab's gerade aus dem Ofen geholt. Großartig. Meine Dings hier ist richtig langweilig, hier ist nur Stein. Deine Hülle. Wo bist du denn? Gute Frage. Wo bist du denn runtergegangen? Du musst dich einfach nur in eine Treppe kannst du dich hochgraben. Oder du grabst dich einfach so hoch und baust unter dir was. Ja. Es leckt auch kein bisschen der Server, ne? Das ist wirklich gut. Dafür, dass nee, er. Das hab ich nicht gedacht. Oh, da ist was. Ja. Ja. Was bist du denn? So, einen tiefer müssen wir noch. Oh, hier kommt Stein. Ich glaube, das können wir gleich so lassen. Dann haben wir Cleanstone-Boden. Ich habe Eisen gefunden. Jawohl, das Eisen. Oh, das Eisen. Pop-Eisen. Oh, ich habe Kohle! Wir haben Kohle unter dem Haus. Ja, endlich Kohle! Kohle, 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 Kohle. Skadi, wo bist du denn runtergegangen? Wenn du vor dem Haus stehst, bei der Tür, dann rechts und da habe ich irgendwo ein Loch. Kohle, Kohle. Da Kohle, irgendwo, Kohle, das ist eine super Angabe. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, oh. Kohle. Lalala. Wer kennt das Kohle-Lied noch? Du hast doch Fackeln, Skadi, du. Eine Fackel ist da. Am Höhleneingang. Da ist eine Fackel. Ja. Da wird nicht lange gefackelt. So, jetzt baue ich die schöne Kohle ab. Oh, ich krieg XP. XP. Gefunden? Nö. Also ich gehe ich sehe sie. Ja, doch. Ich hab's gefunden. Das ist links und nicht rechts. Wenn du vor dem Haus stehst, nach rechts. Ja, mit dem Gesicht zum Haus. Ja, wenn das hat auch gefehlt. Wir sind raus und nach rechts. Ich habe voll aus hier. Und Bruchstahl. Ah, die Diorit sieht schön aus. Wir können nachher unten die Kisten lagern, wenn ich mit dem Keller fertig bin. Ja, einige werden wir dort auf jeden Fall lagern müssen. Bruchstein. Geht das Essen auch runter? Nein, wir sind ja in Dings-Modus. Ach so. Noch, wir werden das Essen aber bald brauchen. Wir werden bald Dings anmachen, die Monster. Stimmt, jetzt wo du es sagst, meine Energie ist immer noch voll. Ist irgendwie komisch. Alles mit Bruchstein machen oder den Boden mit glatten Stein? Weiß es nicht. Egal. Oh Mann. Es ist nur ein Keller. Es ist Gas, nur ein Keller. Ne? Du baust richtig tief jetzt. Ich? Ja. So richtig. Ja, mach. Ich halte dich nicht auf. Es macht aber keinen Sinn, jetzt schon so tief zu buddeln, wenn wir die Monster noch nicht anhaben. Es geht ja nicht um die Monster, sondern um das, was da sonst noch so ist unten. Ich hab so eine Angst vor den Enderman. Ja, der ist noch am nettesten von allen. Ach ja? Der macht 2 Hits und dann bist du tot. Du darfst ja, ihn nicht angucken. Ja, du darfst ihn nicht angucken. Ich weiß, nicht in die Augen. Aber wisst ihr was, wie man den Enderman töten kann? Das habe ich gesehen. Du musst immer ein Boot dabei haben und das Boot direkt neben den Enderman legen oder auf den Enderman und dann kannst du ihn einfach töten. Weißt du, was du noch machen kannst? Na? Du kannst direkt über dir, kannst du einen Stein dir bauen oder dich irgendwo unterstellen und dann kommt er nicht mehr an dich ran. Ja, aber Boot wäre doch geiler, zumindest wenn man ein Boot dabei hat. Ja, genau.
Wenn man ein Boot dabei hat. Genau. Du brauchst aber nur im Haus gehen. Nee. Ein Haus gehen ohne Fenster. Oh, der ist fast gestorben. Ich habe Eisen gefunden. Tschüss. Ich auch. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Oh, jetzt habe ich Cobblestone abgebaut. Was hast du da noch gefunden? Neues Rezept. Also nur so ein bisschen Eisen, ne? Ist immer nicht so viel, leider. Spitze Tropfstein. Was? Tropfstein habe ich gefunden. Oh, nee. Tropfsteinblock, okay. Hast du einen Tropfstein abgebaut? Ja. Tatsächlich gar nichts. Hm? Ein Tropfstein. Oh nee, ich bin so scheiße. Das ist ein spezielles Biom. Ach, das will ich sehen. Ach, weil da eine Fackel ist. Oh. Ja, Bam ist übelst viel Tropfstein. Weil da eine Fackel ist. Ich bin tot. Nein. Ich bin runtergefallen. Irgendwer hat hier nur runtergebaut. Ja, ich. Ja, ja. Deswegen baut man ja Treppen. Ja, da ist ein bisschen Eisen. Geh das bitte einsammeln. Schade, wenn das weg ist. Wenn ich wüsste, wo. Mixer will einsammeln. Dann musst du zurückgehen. Ja, bau doch nicht gerade runter, ey. Ja, das. Oh mein Gott. Danke. Ich habe immer schön Treppen. Wir haben den ersten Toten zu beklagen. Ich hab's, alles gut. Der erste Tote ist zu beklagen. Ey, ich bin 30 Blöcke oder so runtergefallen. Wenn nicht sogar mehr. Wenn nicht sogar mehr. Eieiei. Ja, aber ich habe halt jetzt nichts mehr. Ne? Ich habe 5 Minuten Zeit, uns zu finden. Wir brauchen ein Bett, damit wir hier spawnen. Das wäre ja ganz gut. Ja, das stimmt. Wollen wir vom Villager ein Bett klauen? Also wenn da jemand hingehen würde? Ja, ich würde gerne hingehen, ne? Aber ich bin gerade super weit weg. Ich würde wirklich ehrlich gerne hingehen. Ja, kein Witz. Ach, du bist jetzt wieder da oben. Ja, deswegen ärgere ich mich auch so. Ja, wegen deinem blöden Loch. Echt, Mann. Oh, scheiße. Könnte dich ja... Na? Nein, tust du nicht. Wir machen hier keinen Gott-Mode. Wir wollen das wirklich ohne. Wieso Gott-Mode? Ich hätte sie jetzt zu uns geholt. Nein, das ist nicht. Machen wir nicht. Wir wollen. Wieso soll er sich nicht in ein Boot setzen, mich abholen? Möchtest du, dass ich den ganzen Weg zu Fuß laufe? Willst du mich quälen sehen? Nee, ich meine eigentlich dich damit hierher teleportieren. Nee, so ist, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Nee, aber mit einem Boot abholen könntest du mich. Gleich. Ich habe mal ganz viel Eisen gefunden. Du kannst ja schon mal irgendwas sammeln, wenn du da was findest in der Zeit. Ich hoffe, geht jemand ihr Zeug holen? Ja, habe ich doch schon. Okay, ja, sorry. Ich habe Gold gefunden. Oha, Gold. Ja, Gold ist nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Gold, natürlich. Nicht schlecht. Nein, Gold ist scheiße. Rüstung, natürlich. Ja, Goldrüstung, weißt du, wie schnell die kaputt geht? Ja, besser als gar keine Rüstung, mein Freund. Ja. Da hat er recht. Du Klugscheiße, du gehst ja selber nicht mit der Mühne, weil du Angst davor hast. Würde ich so nicht sagen, du. Also ich würde dann einmal zu den Villager-Dorf einmal... Warte, ich bin mit! nein. Das ist scheiße. Nervt. Kann man sortieren? Warte noch 2 Minuten, ich bin bestimmt dann da. Oh, ich bin so dumm. Ja, das stimmt. Ich bist du auch mir das noch gefallen? Nee. Schade. Ich kann da gar kein Gold einsammeln. Weil du nicht die richtige Axt hast? Richtig. Ich komme mit der Steuerung nicht klar. Achso, jetzt hast du alles abgebaut. Jetzt ist nichts mehr da. Ja. Sehr schön. Aber das sieht man doch eigentlich, oder nicht? Ich habe es nicht realisiert, tatsächlich. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Du gesagt, ich habe es nicht richtig realisiert. Realisiert. Ja. Realisiert, Mensch. Was? Ich habe Redstone. Hey. Ui.
Aber kann ich doch mit einem Steinachs machen? Natürlich nicht. Natürlich nicht, nee. Tschüss. Aber wir haben doch schon Eisen, du kannst dir doch eine bessere bauen. Ich hab's auch schon in den Ofen gesteckt, also kannst du, es ist eigentlich fertig, kannst dir was bauen draus. Ich hab sogar Holz, ich hab sogar Holz mit. Ja, du brauchst ja einen Ofen dafür. Ja, ich muss aber eine Werkbank bauen. Ja, du brauchst einen Ofen dafür. Aber kacke. Ja, hab ich. Achso, hast du da jetzt einfach einen Ofen gebaut? Ja. Ja gut, wir haben genug Bruchstein. Eigentlich ist es egal, wenn wir naja 80 Öfen haben. Ah, kacke. Ich bin fast da. War das geil. Ich muss mich dann gleich noch ein bisschen ausstatten und dann können wir los. Okay. Ich bin gerade dabei, mich ein bisschen auszustatten. So. Jetzt. Ich habe so eine Angst, wenn wir die Monster anmachen. Ne? Ich habe so eine Angst. Ich bin gestern 5-mal gestorben, weil ich mal geübt habe. Mein Haus ist 3 oder 4-mal vom Creeper zerstört worden. Ich bin so deprimiert gestern gewesen. Ja. Warte kurz. Könntest du meine Sachen wieder mit hochbringen? Ja, bin unterwegs gleich. Moment. Ich hab mich gerade ein bisschen verlaufen, deswegen. Glaube ich gerade. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Höhle, ich bin mir ehrlich gesagt. Ich hab was gefunden. Was denn? Das ist nicht gut. Aber wie heißen das hier? Diesen Gitter, wo Feuer rauskommt, wo Zombies immer spawnen, den Spawnpunkt da. Ein Spawner. Ein Spawner, ja. Was für ein Spawner? Und zwei Truhen habe ich gefunden. Welcher Spawner? Zombie. Okay. Was ist in den Truhen? Knochen, sehr gut, bring mit. Wir wollen den Hund tamen. Faden, ein Sattel und 3-mal Gold. Bring den Sattel mal bitte mit, wir wollen uns noch ein Pferd tamen. Was haben wir hier? Nochmal Knochen, Eisenbahn, Redstone Staub, verrottetes Fleisch. Verrottetes Fleisch, naja. Ja. Wenn du genug Platz hast, nimm es mit, aber braucht man nicht. Eier. Ich würde da jetzt gerne zu dir mit runterkommen, ne? Aber ich habe noch nichts hier. Oh, ich habe ja keine Axt, nichts. So, wir können mich? Ja, dich. Um mein Zeug abzuholen. Ja, warte, ich komme jetzt hoch. Einfach so tief gebaut. Ja, das ist wirklich. Ich bin. Warte. Such nach dem Weg, der super weit hochgeht. Ich bin minus 52.000. Ja. Das heißt, was kann ich wegschmeißen? Wir können ja mal den Weg ein bisschen zur Höhle freier bauen, die ist so schlecht zu finden. Oh, ich baue die Truhen unten auf. Willst du die unten jetzt abbauen? Nee, ich mach sie hier erstmal hin. Wir können das oben erstmal noch stehen lassen. Können wir später umziehen. Ja. Ja, hier ist auch so viel drin. Da müssen wir weiter laufen. Alter, dass wir jetzt schon so viel haben. Wir spielen nicht mal eine Stunde. Doch, wir spielen eine Stunde. Ja, mit 4 Leuten, ne? Ja, ist krass, ne? Spielen. Jetzt. Was macht man Eisen? Also nur Eisen reicht nicht. Ihr müsst Eisen auch in den Ofen stecken, ne? Ja, hab ich. Okay. Wie kriege ich die Schweinchen? Hier sind 2 Schweine. Entweder schlagen oder mit Mohrrüben, dann folgen sie dir. Genau. Bring sie mit in den Stall, das wäre geil. Das hat sie gereimt. Nee, wir haben keine Mohrrüben. Nein, entweder du tötest sie oder... Geht nicht auch Dings? Ich finde das Mohrrüben, aber wir haben ja noch keine Mohrrüben. Was denn? Ja, ich weiß, wo Mohrrüben sind. Da müsste jemand zum Villager-Dorf geben. Ich glaube, da habe ich Mohrrüben gesehen. Das machen wir gleich. Ja, sehr geil. Ich warte ja nach wie vor noch auf Metzumix mit meinen ganzen Sachen, mit meiner Karte und so. Ja! Aber er ist noch nicht da, leider. Ja, woran das wohl liegt. Mexo! Entspann dich! Nein, ich habe kein Holz mehr. Oh. Ich habe noch... Du hast aber nur Stein. Ja, wegen Stöcke. Ich habe keine Stöcke. Oh ja. Warte mal, ich gehe jetzt einfach hier hoch.
würde sagen, wir machen noch ein Stockwerk. Ich glaube, du bist nachher unser Baumeister hier. Ach, Quatsch. Ich guck nur. Ich will nur spielen. Aber hier sind echt viele Büsche, ne? Jetzt habe ich ja Glück und die fallen in mein Loch, was ich hier gemacht habe. Du hast ein Loch gemacht? Dass die Schweinchen da reinfallen. Ach so. Nein. Ich sterbe! Nein. Oh, fast gestorben, Digga. Mensch! Hätte jetzt nicht helfen können. Wie kann man denn jetzt schon sterben? Oh, nee. Weil Zement oder irgendwas auf mich auf meinen Kopf gefallen ist, wo ich hochgegangen bin. Sand. Oh. Kies. Kies, genau, Kies. Zurück, ihr blöden Schweine. Hallo. Ohne Schweine. Fallt doch da rein. Ich glaube, auf jeden Fall schon auf dem Weg nach oben. Sehr gut. Dauert nur ein bisschen. Habe ich schon wieder keine Truhen? Oh, ich brauche mehr Truhen. Ich bring zwei mit. So, jetzt fall da rein. Komm. Put. Guck mal hier, Schweinchen. Oh, die ist mit Absicht da nicht reingelaufen. Du Kackschwein. Jetzt ist es tot. Also, ich habe jetzt 23 Eisen. So, ich habe jetzt die Schweine getötet. Also 23 Eisenblöcke, also Barren, meine ich damit. Das ist gut. Hier ist ein Haus. Und noch ein Schwein. Dann bist du schon beim Villager-Dorf. Ach Mann. Nee, bin ich eigentlich nicht. Hier ist nur ein einzelnes Haus. Doch, da ist sie. Doch, da ist auch ein Dorf. Okay. Hier ist was eingesperrt. Ach, hier ist ein Fuchs eingesperrt oder sowas. Bauen? Ja, den kannst du freimachen. Dann ist es ein verlassenes Dorf bestimmt, wo du da bist. Gibt's auch. Wie kann ich das Bett abhauen? Abhauen, rechts, kaputt machen. Rechtsklick. Einfach. Kaputt machen. Oh, nein. Ups. Aufstehen. Ich will nichts schreiben. Mann. Kaputt machen. Ja. Nein, das geht nicht. Rechtsklick ist zum Schlafen. Dann mit links. Jetzt hab ich's. Oh, ich bin oben. Hier sind noch mehr Schweine. Oh. Wo bist du denn? Wo muss ich hin? Ich würde ja gerne schreien und sagen, folge meiner Stimme, aber du hörst es nicht. Ich bin auf jeden Fall aber. So weit war ich gar nicht weg. Wiep! Was hat Wiep gemacht? Vielleicht eine Katze. Also den Fuchs kann ich freimachen, oder wie? Wo bist du denn? Bist du im Haus? Oh, Kacke. Ich? Ja? Ich bin gerade auch in der Höhle. Bei mir? Ja. Bist du wieder raus? Ja, ich bin am Haus. Oh, bist du mir vorbeigelaufen? Warte, ich komme. Ich bin ja ganz woanders rausgekommen. Ach so, hast du dich jetzt einfach irgendwo rausgebaut? Ja, nur einfach nach oben. Bist du bei diesem Loch rein? Ja, ne? Ja, warte, ich komme hin. Ich bin anscheinend doch beim Villager-Dorf. Ja, hab ich schon gesagt. Oh, ich Holt, bring Morüben mit. Wenn sie welche haben, ist nicht zwingend. Und bring ein Bett, bitte, ein Bett. Ich hab schon zwei. So, ich bin jetzt am Haus. Nee. Bau. Warte. Skady. Stopp. Ich hab doch gesagt, bleib am Haus. Skady? Ja. Nicht alle Betten abbauen, sonst gibt's keine Villager mehr. Ach so. Ja. Also, wo bist du denn jetzt? Madonna. Ich mein Zeug. Oh, hier sind Schafe. Ich packe einfach alles erstmal hier rein. Ja, du kannst sie töten. Wenn zu viele sind, kannst du sie töten. Aber. Dann ist nur eins. Okay. Tropfsteinblock, ah, cool. Das. Hier ist Kohle. Kohle! Warte, jetzt hast du aber keine Karte mehr, ne? Nee. Du hast meine Karte. Nee, ich hab deine Karte nicht.
Doch, den musst du haben. Ne, ich hab nur meine. Hier sind Kürbisse. Kürbisse! Dann ist die Karte wahrscheinlich verschwunden, weil, du, schon, weil du vielleicht keinen Platz hattest. Dann ist es schon despawned. Das ist ja Holz verbraucht. Okay. Also es wäre schön, wenn ich eine Karte kriegen würde von irgendwem von euch. Ich leihe sie mir auch nur. Das ist... hast du die Karte nicht wiedergefunden? Nein. Wie, die er hatte nicht genug Platz in seinem Inventar wahrscheinlich. Okay. Und irgendwas bleibt dann übrig. Und das war dann wohl die Karte. Und wie macht man jetzt die Karte? Die kannst du nicht mal eben neu machen. Das ist super aufwendig. Oh mein Gott. Ist doch nicht aufwendig. Im Kreativmodus nicht, nee. Aber wenn du jetzt so erstmal losläufst und dann erstmal Rohrzucker besorgst, du brauchst super viel für Papier und dann brauchst du super viel Papier, um eine blöde Karte daraus zu machen. Beim Spawnpunkt ist, glaube ich, noch eine Karte in der Kiste beim Spawnpunkt. Kannst du mir nicht einfach deine geben, bevor ich jetzt bis zum Spawnpunkt renne? Ja, ich bin schon dabei. Warum sind die Villager dann eingesperrt? Weil ihr seid ja beide hier. Ja, ich gebe dir die Karte kurz. Ja. Ich bin schon dabei. Die Villager sind eingesperrt. Ja. Dankeschön. Ist das normal? Nee, eigentlich nicht. Soll ich die freimachen? Robert, hast du das keine? Ich habe jetzt keine. Sind sie auch sicher vor irgendwelchen Angriffen? Ich habe jetzt meine. Ja, komm her. Wo bist du? Ja, ich weiß nicht, wo du bist. Ich habe keine Karte mehr. Ich bin im Haus, Mann. Also stehst du hier. Achso, ja. Moin, dann gib. Oh, noch mehr Kürbisse. Naja, du, man sieht das aber, ne? Ja, gut. Was denn? Naja, gut, okay. Was soll ich dazu sagen? Wir sagen einfach mal nichts dazu. Mussten wir doch machen. Ja, ich weiß. Machst du wieder meine Hand? Wie nehme ich sie nochmal in der rechten Hand? Jetzt habe ich die Fackel mitgenommen. Oh, egal. F. Warte, gehen wir jetzt mal hier zusammen runter oder nicht? Lootet jemand so ein bisschen, ne? Nehmen wir das ganze Essen mit. Lina. Was? Gehen wir zusammen runter oder nicht? Hey, ich bin auf dem Weg zum Villagerdorf. So. Ich wollte doch, dass Franzi wartet, damit ich mitkommen kann. Ich meine, hat sie nicht gemacht, aber... ja. Passiert. Oh, ups, irgendwie bin ich jetzt am Dorf. Irgendwie habe ich doch nicht auf dich gewartet. Hast du nur halbfertige Häuser hier? So, wo hast du jetzt hier die Villager gefunden? Wo bist denn du? Kannst doch nicht die Türen hier einfach offen lassen. Oh Mann, diese scheiß Büsche. Da bist du. Hallo. Kannst du nicht alle Türen offen lassen? Hallo. Hallo. Was ist denn jetzt? Oh Schatz, dann sag doch was, statt mir zu schreien. Nein. Oh. Was hat er denn gesagt? Diese einge... Was? Das, nein, das sollte eigentlich auf die Dings setzen. Warte kurz. Ach, Kindes. Was denn? Nee, die haben sich ja eingesperrt, die Villager. Ach so, ja, weil nachts ist, ne? Nee, nicht im Haus eingesperrt. Ach. In diesen, eigentlich sind das hier so Dingensboxen. Komposter. Ja. Oh, als gute Idee, kann mal jemand Lagerfeuer bauen? Zwei, damit können wir Essen braten, dann brauchen wir keine Kohle. Wir haben noch einen Ofen. Hallo, hörst du mir bitte zu? Wenn wir ein Lagerfeuer bauen, können wir da 4 Essen reintun, ohne dass wir nie wieder Kohle brauchen. Verstehst du, was ich meine? Bau mal ein Lagerfeuer. Dafür braucht man einmal Kohle, Holz und Holzstöcker. Ach, ich mach's einfach selber. Ja, mach doch selber. Ja, ich mach's selber. Oh, die haben sogar einen Eisenkohle. Oh, das ist gut. Was sagst du, Skadi? Hallo? Guten Tag. Guten Tag. Ach, gibt's ja gar nicht. Wusste ich gar nicht, dass es geht. Oh, nee. Was? Na, das hier. Kacke, dass das mit diesem Holz läuft. Wow.
Ich hab die aufwendig abgebaut. Ach so. Skadi? Ach, da bist Stämme. Du. Ich hab keine Stämme. Hat jemand auch Stämme hier drin? Ja. Lass doch nicht die Türen immer offen, Mann. Ich mach die Schranke hier zu. Da will ich die nicht selbstständig wieder zumachen. Hat jemand noch Holzstämme? Da einer hat ein Schaf. Holzstämme? Ja. Das ist unsere Map, Schatz. Brauch Holzstämme, um Lagerfeuer zu machen. Nee, musst du selber. Ja, dann baue ich ab. Alles gut. Wird das hier abgepflanzt? Skadi hat alles geräumt. Nee, ich meine diese Dings. Oder was meinst du? Ich weiß nicht, was du meinst. Na, diesen Beet. Diesen Beet? Ja. Ich weiß nicht. Ich habe Kürbiskerne. Ich auch. Willst du die haben? Nee, du bist für Garten zuständig. Ich habe einen schlafenden Fuchs gefunden, das ist süß. Wollen wir das hier gleich nutzen für uns? Oder wie? Ja, ja. Wir machen bei uns ein Beet. Okay. Weißt du, was geht? Nö. Nee. Oh, ein Villager. Den kann sehr wohl die Türen zumachen, hat er eben. Ja, wenn die vorher schon zu waren, aber wenn sie vorher nicht zu waren, dann macht er die auch nicht zu. Oh, hier ist noch ein Beet. Hier sind Kürbisse. Ja, diesen Kompost brauchen wir auch. Nimm dem nicht alles weg? Der braucht das auch. Die machen das neu. Warte mal, Skadi, wo bist du hin? Bisschen weiter durch. Oh, ich habe uns Lagerfeuer gebaut. Da können wir Essen braten. Oh, nein, diese Büsche. Hier hinterm Haus. Oh, eine Katze. Hallo, Mietzen. Die kannst du mit dem Fisch tämen. Ja, wir haben aber keinen. Pass auf. Glaube ich. Hast du eine Forke? Nee, habe ich dort gelassen. Warte mal. Stimmt, du hattest eine. Ja, wollen wir das nicht bei uns machen? Ja, warte, ich will nur zeigen. Ja, ich würde es jetzt auch nicht hier machen. Ja, wie sie eine Forke benutzt, weiß sie. Rennt mal das Haus dabei ab. Kann das Haus dabei abbrennen? Ich brauche noch Wasser oder sowas. Ja. Wir haben noch Eisen. Man braucht ja nur Eisen. Für was? Um Eimer zu machen. Wollte ich nur eigentlich. Ja, und dann, kannst du immer wieder Wasser holen. Ich brauche mehr Treppen, ne? Fertig. Ein Hund. Ein Wolf. Geh zurück. So. Kann ich mich hier nochmal runterbauen? Ui, oh, Pilze. Was ist das denn jetzt? Zwei Türen nebeneinander? Das ist ja auch komisch. Schwein, hab ich jetzt Möhren? Nee, wo bist du jetzt? Ich bin auch weiter. Ja, bleib stehen. Nö. Guck mal stehen. Stopp. Falsche Richtung. Sind überall Schweine. Oh, nee, ich lauf links hinterher. Hoch. Mir? Ja. Was muss ich denn? Na, ich laufe jetzt zum Dorf. Kann ich nicht eine Kartoffel nehmen und die mitnehmen? Einmal muss noch eine. Wen denn? Die Schweine? Nee, die wollen nur Karotten. Nee. Schweine waren Kartoffeln und Karotten waren Hasen. Also es kam auf jeden Fall Herzchen. Bleib du mal stehen jetzt. Hat die Kartoffel gegessen? Oh, ich habe 3 Schweinchen mit. Oh, verrückt, wusste ich gar nicht, dass die auch auf Kartoffeln gehen. Lina, kommst du gleich mit in die Höhle? Ich baue jetzt erstmal ein Dingens. Ein Feld. Kommt hier schön mit? 1, 2. Oh, das eine Schweinchen kam gar nicht mit. Du bist... Sobald sie dich nicht sehen,
gehen die wieder weg. Müsst immer irgendwie in deren Sichtweite sein. Mhm. Oh. So. Hä? Oh. Jetzt kommen wir. Hä? Hä, ja, was denn? Ich bin schon wieder der Falschen hinterhergelaufen. Oh. Oh, ich hab Kupfer gefunden. Hier, du, guck mal, damit guckst du mit diesem Ding hier. Ja, ich weiß, wie man ein Feld macht. Ja, hast du nicht gerade gesagt, du weißt es nicht? Hä, hey, mit einer Hacke, ganz einfach. Er hat ja nie gleich so viele Feuer hingestellt, dass sie das, als ob das Haus gleich abfackelt. Ja, Robert, wer denn sonst? Das sind Lagerfeuer, da können wir unser Essen braten. Alles, was wir an Essen haben, können wir da drin braten. Also Robert, bei aller Liebe, aber es sieht aus, als ob das Haus gleich Feuer fängt. Ja, dann bau es ab. Nee, wenn es abbaust, geht es, glaube ich, kaputt, ja, ne? Guck mal gleich. Ja. Ja, das ist kacke. Geht dann. Muss ja gehen. Ja, lass es. Also so. Doch schön. Ich lasse ja jetzt. Es brennt halt zum Glück nichts ab, also ist alles gut. Ja, nein, der wird nicht abbrennen. Alles gut. Wo ist denn jetzt das ganze Holz schon wieder hin? Das irgendwer von euch benutzt? Weiter nicht rein. Das frage ich mich auch gerade. Bestimmt hier auch alles im Keller unten. Ja, Robert, was machst du denn hier? Was denn? Was zur Hölle? Ja, ich baue unser Lager. Digga, was ist das denn für ein Lager, Digga? Ja, denkst du, was wir hier brauchen, ey? Ja, alles! Aber nicht in den Mengen, dass sich das dir lohnt. Doch, das lohnt sich. Wo ist denn jetzt das scheiß Holz, ey? Ich will doch eigentlich... Oh Gott, ich will doch nur Holz haben. Ich glaube, Holz ist alle. Ja, er antwortet halt doch nicht. Also muss es alle sein. Wozu braucht man eigentlich Kupfer? Darf mir das mal einer sagen? Aber ich weiß schon, wo das Holz alles ist. Das ist hier unten verbaut. Richtig, wir brauchen das Holz. Jemand muss mal Holz sammeln gehen. Ja. Du, Digga. Jemand muss mal Holz sammeln gehen. Ja. Ja, was? Ist doch wichtig. Ja, hast du vollkommen recht. Du kommst jetzt mit. Wir gehen in die Hülle. Eisen sammeln und Gold. Nee. Doch. Ich geh jetzt Holz besorgen. Ey, schlag mich nicht. Du kannst Saplings gleich mitnehmen und gleich pflanzen wieder. Ich muss erstmal Holz abbauen. Du kannst auch was machen. Ich mach hier die ganze Zeit unser Haus. Ein völlig übertriebenes Lager machst du, ja. Alter, das ist doch in Ordnung so. Das ist übelst groß. Das brauchst du nicht. Doch, das brauchen wir. Du wirst schon sehen. Irgendwann werden wir es brauchen. Ich bin ehrlich, ne? Die ganzen Truhen hättest du alle in der Wand reinarbeiten können und hier einfach rumstehen. Aber dann hätten wir den nicht aufmachen können. Doch. Nein. Doch, nein. Es gibt einen Trick. Es gibt's ja, Trick mit Treppen. Auch. Okay, es gibt einen Trick. Mit Treppen, richtig. Ja, ich habe doch Treppen oben gebaut, siehst du denn nicht? Man muss die Treppen verkehrt herum reinmachen. Ach, erzähl, guck mal, was da oben ist. Nein, ich wusste es tatsächlich noch nicht. Richtig, und die Treppen, du hättest auch hier in der Wand reinmachen können. Ah, hör auf! Du als Lügenmaul. Geh doch dein eigenes Haus bauen! Das Lügenmaul. Und Skadi, was machst du so? Ich versuche gerade die Schweine mitzunehmen. Ah. Warte mal. War da oben eine Fackel dran? Nee. Apropos Fackel, ich könnte hier meine hinsetzen. Ich suche gerade nämlich mein Ding, wo ich war. Dein Ding, wo du warst? Ja, wo ich rausgekommen bin. Also wenn du dein Ding suchst, ne, dann das ist irgendwie traurig. Oha. Bitte nicht zitieren. Das sieht doch schon besser aus. Nicht so dunkel. Hast du das eine Schwein wiedergefunden, Skadi? Nö. Ich bin nicht mehr zurückgegangen. Achso. Dann sollten wir vielleicht den Gehege schon mal bereitstellen. Oder sowas in die Richtung. Wo du die reinbringen kannst. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich gehe jetzt mal wieder in den Dings, ne? Damit du Bescheid wirst. Mach das. Also ich bin jetzt lange nicht da. Ist gut. Fahr mal ein bisschen Eisen für uns. Für uns oder für mich? Für uns. Für uns alle. Für dich, für mich. Aber ich bin nicht so frei, ich muss essen. Hallo, vielen Dank. Du kannst doch gleich mal, wenn du Eisen gefunden hast, nicht. Spitzhacke bauen und oh, das ist ein Babyschweinchen. Ja, ich habe eigentlich nur die Mutti Essen gegeben. Das macht was? Nee.
Ah, dann, okay. Ich habe nur ein Schwein gefüttert, auf einmal kamen drei hinterher. Okay. Ja, ich brauche noch ein bisschen, muss da noch ein bisschen stehen. Also normalerweise fütterst du zwei Tiere und die machen dann ein Baby. Mhm. Aha, eine Hülle ist schon wieder angekommen. So, warte kurz. Ach, ich muss da erstmal nochmal. So. Jetzt habe ich jetzt leider nicht so viel Holz. Glaube ich, dass es reicht. Mal gucken. Hast du schon Cobblestone? Wer geht da an meine Kisten? Ich hab das Haus geholt. An deine Kisten! Ja! Was ist denn jetzt? Ich wusste gar nicht, dass wir für dich bauen. Ja, klar. Das wusste ich. Hallo? Das ich hab von vornherein gesagt, das ist meine Insel. Ach so. Yippie! Ich hab gehört, man kann auch Robert Hausverbot geben. Ach so. Lass mal in unserem Mecklenburg-Schwerin in Ruhe. So, kannst du schon mal herbringen, die beiden? Skadi? Ich werde mir bald ein YouTube-Video ansehen, wie man ein gutes Schloss Skadi. Baut. Okay. Dann baue ich hier Skadi das Schweriner Schloss hier hin. Residenz muss hierher. Die beiden stehen da und gucken sie die ganze Zeit an. Ich glaube, Skadi ist gerade nicht da. Nee, ich glaube auch. Geistig und physisch nicht. Hast du denn wenigstens all meine Fackeln oder sind die jetzt? Ja, die habe ich. Willst du die haben? Nee, ich hab. Nee, es sind einige sind ein Dings. Aber du hast sie noch gefunden gehabt. Ja. Ah, okay. Ich habe jetzt ein paar mitgenommen. Ja. Brauche ich auch jemanden. So. Ja, wenn Skadi dann irgendwann soweit ist, haben wir auch ein paar erste Tierchen hier. Eigentlich wollte ich ein Feld hinbauen. Du spielst Minecraft lieber mehr als DVD, ne? Ich? Oder? Ja, dich. Was heißt lieber? Oh. Ich spiele es gerne, ja. Aber. Wieso? Ja, weil du es kannst. Weil du es aufblühst. Ist doch schön. Ich mag das. Ich mag das, dass wir endlich mal wieder ein gemeinsames Spiel haben. Nur, aber leider, Becky hat das zu lange gespielt. Der hat auf Minecraft gar keinen Bock mehr. Leider. Wann hat er das denn gespielt? Vor ungefähr 2 Jahren. Mit wem? Mit, weiß nicht, ob du den noch kennst, kennst du gar nicht, kannst du gar nicht kennen. Das ist, Becky, wie heißen die? Oh. Ich weiß jetzt nicht den Namen. Und du kennst die sowieso nicht. Also scheiß drauf. Autsch. Die richtige Höhe? Ich muss noch einen runter. Ja, so geht das nicht. Achso, davor stehe. Oh nein, keine Treppen mehr. Wir brauchen dringend Holz! Nein, alles gut. Ich habe übrigens Kupfer gefunden. Ich weiß nicht, wofür wir das brauchen. Ich glaube, Kupfer ist unnötig, oder? Nee, also man kann es schon benutzen für Schienen. Aber Schienen ist eigentlich
wahnsinnig teuer. Eigentlich macht man, also stellt man selber keine Schienen her, man findet sie stattdessen und benutzt Das das. ist das Einzige, nur für Schienen, oder was? Zumindest ist das, wovon ich weiß. Also ich hab, weiß bisher von nichts anderem. So. Haben wir jetzt Holz, dann haben wir Erde, Wasser. Ich brauche eine neue Schaufel. Was hast du wieder gemacht? Nix. Naja. So, stimmt, Skadi hat mit Dings geredet. Mit dem Mann wegen der Kleinen. Ach so. Habe ich mich gerade wieder erinnert. So, dann zweimal Erde, hier wieder Wasser. Dann hier nochmal. Brauche ich nicht. Minecraft ist so entspannt, ne? So ein tolles Spiel. Warum habe ich das bloß nie gespielt? Ja, weil man es nie zu zweit irgendwie zocken konnte. Weil man immer einen eigenen Server braucht, ne? Wenn man sich im selben Haus befindet, braucht man, glaube ich, gar keinen eigenen Server. Ja, das ist richtig, aber so wie wir das machen, geht nur Server. Ja, das stimmt. Und der Server leckt nicht einmal. Ich bin sehr stolz auf diesen Server. Ah, ich bin auch ein bisschen beeindruckt. Aber es kommt vielleicht noch, wenn wir gleich überwahnsinnige Bauten machen oder so. Ich sehe das schon kommen. Also ich sehe mich noch nicht bei überwahnsinnigen Bauten. Ich Oh weiß ja doch, nicht, ich habe schon was Visionen. Ich habe Visionen. Das bei Schweriner dir. Schloss wird hier gebaut. Okay. Ach, deswegen die Insel. Genau, Mecklenburg-Schwerin. Ah, verstehe. Wenn er so weit kommen würde, heißt das. Ja, was denn? Ja, das stimmt. Er kann nicht mal ein Haus bauen. Hallo, aber nicht! Ich kenne YouTube. YouTube ist mein bester Freund. Du meinst, hat schon mal jemand das Schweriner Schloss nachgebaut? Bestimmt! Nein. Weiß nicht, ob Also, das so. Minecraft ist riesengroß. Und wenn nicht, dann baue ich den Kölner Dom. Auf DBD angelehnt. Okay. Auf DBD angelehnt? Naja, der Kölner Dom, der Killer. Ach so. Ja, yuppie! Verstehe ich nicht. Ja, musst du nicht verstehen. Hä? Oh. Du spielst das ja auch nicht. Hallo. Hallo, moin! Was Moin. geht? Skady! Die PlayStation-Spieler können nur mitspielen, wenn man die Bedrock Edition hat und wir haben hier Java, ne? Ja, haben wir. Echt, nein, ich glaube, man funktioniert trotzdem. Er findet mich nicht, deswegen. Ach so. Und dich, Paul, findet er auch nicht. Warte mal, ich gehe mal kurz raus. Trennen. Abbrechen. Beenden. Bin hier unten in meine Welt, in meinen Keller Ja, gefangen, ey. Wie in einem Real Life. wie heißt denn sein Dings? Sein Microsoft-Name, wie heißt er? Warte.
dein Microsoft-Name? Nicht sagen, wir sind hier bei live und so. Er kann ja ruhig sagen, ne? Ja, weiß ich nicht. Moin! Robert Taylor. So ein Kackspiel. Ach, Steffi, du hast keine Ahnung. Das macht richtig Spaß. Wir sind hier gerade zu viert drauf. Nur weil du es nicht magst, ist es kein Kackspiel. Ich habe das Spiel auch noch nie gespielt. Ich habe mir das gestern erst gekauft. Aber man muss nicht gleich Kackspiel sagen, wenn man es noch nie gespielt hat. Das macht richtig Spaß hier auf dem Server. Du kannst hier alles machen. Mensch. Gary? Mann. Was brauchst du jetzt, wie er dort heißt? Also im Spiel? Ja. Oder? Nein, sag Microsoft. Du hast auch Scarlett CX. Und sie ist auch Mini-Hexe. Also sein Namen. In-Game-Name. Sein Microsoft-Name. Schick ihn mir mal, bitte. Ja, hab ich. PE3As. Auf Discord, bitte. Hab ich. Ja, ich kenn Rust auch. Hey, willkommen. Ey, gehst du mit raus? Ey. Auf Discord hast du mir den geschickt. Und die. Nein! Ey! Ihr Schweine, geht bitte zurück. Hast du ihn schon gefüttert? Ab. So. Andreas? Er soll mal gucken, ob er jetzt den Server findet. Ja, wir sind da. Alles gut. Wir haben es gerade eigentlich. Ja, sie probiert das gerade, denke ich. So, Bruchstein ist hier hinten in der Ecke. Also wenn ihr Bruchstein habt... Bist du schon dabei, das alles? Bist du schon dabei, umzuziehen? Ja, ich bin bei. Okay. Sag mal Bescheid, bevor du mit dem Eisen runterziehst. Ja, ich brauche nämlich was. Na, für den Wassereimer. Eisen ist hier drin. Da drin. Kannst du einen Wassereimer machen. In der Kiste. Gleich. Das ist genau 3 Eisen. Dafür brauchst du einen Wassereimer. Mhm. Die Kiste links von dir. Rechts von dir. Das ist Gadi, die da gerade steht. Ach so! Oh, Mami. Ja, da wo es Gadi steht, links davon. Ja, ich weiß. Alles gut. Aber hier waren noch so viele Wölfe. Wo sind die denn jetzt alle hin? Ich habe hier mindestens 3 gesehen. Jetzt sind sie alle weg. Erde. Ich bin kurz full mute. Ja. Was sieht? Hellgraue Wolle. Ja.
Anthrazit finde ich hübsch. Anthrazit, ja, ja. Aber ich frage mich, ob ich dafür jetzt eine eigene Kiste machen muss. Hast du so viel davon? Nein, nein, nein. Bruchstein habe ich viel. Anthrazit nicht. Ich glaube, ich pack mal vieles hier noch rein. Der graue Wolle, Kies. Holz mache ich vorne hin. Oh, Wolle. Erde. Hier. Rein. Okay, ich hab mal gegoogelt. Leon könnte nur mitspielen, wenn wir Bedrock spielen. Okay. Ach so, eine andere Edition. Ja, ja. Ja, aber die Java-Version ist halt geiler, ne? Das heißt, er bräuchte einen Laptop oder so. Ärgerlich. Also er kann keine Server finden. Also gar nicht erst suchen. Ja, wir haben gerade, ich habe gerade herausgefunden. Nur mit Microsoft von Bedrock geht Crossplay. Aber nicht von Java nicht. Okay, und. Aber hier steht Minecraft, Java and Bedrock Crossplay. Anscheinend ja nicht. Warte mal. Mir war auch so, dass es bei uns dort da beim Runterladen auch Bedrock stand. Warte mal. Ich schreibe dir mal was. Guck dir mal das hier an. Kann ich auch verbrauchen, ne? Warte kurz. Hier. Minecraft Java and Bedrock haben wir gekauft. Edition für PC. Ja, ja, das haben wir alle gekauft. Ja, dann ist es doch beides. Richtig. Aber, nie. Aber die ja, Server, die Server von Java gehen nur auf Server von. Du kannst, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, guck dir mal das Video an, was ich dir geschickt habe. Es war auf Englisch, ich habe davon keine Ahnung. Das ist ja nicht nur so doof. Ah, was ist das? Anders nicht mehr. Was denn? Ach. Was hast du? Ich habe gedrückt gehalten und gleich stapelt, zieht er das auseinander. Das ist nervtötend. So. Gedrückt und gedrückt gehalten? Ja, ach, ja, wir reden nicht drüber. Okay, Saplings okay. Kommen hier rein. Wir vergessen das einfach. Okay, gut. Ich habe nichts gesagt. Okay. Eigentlich alles aus Holz reinmachen. Rot. Hellgraue Wolle. Das denn bitte rein. So eine halbe Stunde noch. Dann muss ich los. Oh, wieso? Ob ich dann zu meinem Freund rüber gehe. Okay. So. Aber ich bin nicht bei dir. Was hast du denn damals ausgewählt, wo du den Server gemacht hast? Das ist Java. Da kannst du nämlich unterscheiden zwischen Java und Bedrock. Der Server läuft, oder? Guck schnell. Geht gar nicht. Geht nur Forge.
Software von Forge. Alle guckt, oder? Mhm, alles gut. Was wollte ich? Also er hat jetzt auch einen Java-Server aufgemacht. Hä? Einen eigenen Java-Server? Was? Nein, ich gucke ein Video. Ah. Guck mal meinen Stream an. Nee, ich bin gerade... Du hast bestimmt schon unten richtig was sortiert, ne? Er hat da gerade XP bekommen. Was? Ich hab da gerade XP bekommen. Das ist aber auch wie ein Geier, ne? Ich? Nee. Mezzo. Ja, ich bin ich doch. Nein, Quatsch, nee, Entschuldigung. Nee. Ich? Dann hat die, ja, ich meine Robert. Bin ich so geil, ja? Wegen den XP oder was? Ja, genau. Ja. Yeah. Was? Ah, wir brauchen unbedingt irgendwelche Beschriftungen hier. Ja. Mal Schilder machen oder was? Ja. Schilder. Geht das? Kann man das rüberhauen? Ja, das ist aber nicht bei mir, ne? Das geht. Ja. Wie es an dir sieht. Boah. Fast eine halbe Kiste nur mit Bruchstein. Ja, ne? Und hier unten ist auch... Achso, ne, hier unten ist noch nichts. Ich brauche noch eine Kiste mit so Sachen aus Metall. Wir haben genug Platz noch. Ja, ich lasse dir das mal, das ordnen. Das überlasse ich dir. Ich habe keinen Bock, das zu beschriften, ehrlich gesagt. Ja, das kann ich machen. Okay, mach du das. Aber ich weiß halt nicht, was drin ist. Ne? Also du musst mir dann schon sagen, was du da drin hast. Du musst ja nur reingucken. Wenn noch nichts drin ist, kannst du es dir ja aussuchen. Also alles nee, gut. Ich beschrifte nur die, wo auch was drin ist. Ich habe keine Ahnung, wo ich was reinpasse. Du musst dir den Kopf machen. Ja. Wie viele Thronen hast du gebaut? Ein paar. Viele. Also viele. Ich habe einen Kompost damit und einen Webstuhl. Ein Webstuhl? Den hättest du da lassen können. Oder bring den mal am besten wieder zurück bei Gelegenheit. Weil die damit ihre Berufe machen. Die haben zwei stehen gehabt. Achso, okay. Also wir brauchen eigentlich keinen. Wir können den selber bauen. Das macht keinen Aufwand. So. Boah, wie war denn das? Gibt's da irgendwie einen Trick für... Hau das jetzt irgendwo rein, Herr Onnes. Ich habe auch Treppen mitgebracht. Und den Kompost da. Achso, wo soll das Bett hin eigentlich? Ist sie. Ja, weiß nicht. Gute Frage. Auf jeden Fall nicht im Keller. Versuch mal irgendwo einen Platz zu finden. Am besten oben. Irgendwo, wo Platz ist, ja. Ja. Vielleicht ich hab eine holzfreie Tür. Ups. Okay. Auch nicht schlecht. Ohne. Grün. Ups. Heizen. Also nicht in den Keller, ja? Nein, Keller kommen nur Sachen. Aber die sind noch unsortiert. Ja, warte, ich mach dir ein bisschen Platz, dann kannst du es hier in die Ecke stellen. So, kannst du da hinstellen. Und einmal Rechtsklick drauf machen, dann ist das der Spawnpunkt bei uns. Rechtsklick? Rechtsklick. Also, dass du dich einmal reinlegst. Genau. Okay. Aber ich glaube, da muss sich jeder einmal reinlegen. Das reicht nicht, wenn nur sie das macht. Wir brauchen alle ein Bett, damit wir schlafen gehen können. Stehe ich dann wieder auf. So, ach, wer braucht denn schon Schlaf?
Wir sind Hunde? Ja. Ich habe ich gefunden. Oh, so. Lina, du machst das jetzt. Was denn? Ja. Lina, du machst das gut. Du machst das gut. Wollte ich nur sagen. Was? Ach so. Sehr geil. Gefällt mir. Was ist mit mir? Wir müssen noch eine Nahrungskiste machen, ne? Was ist mit mir? Nichts. Ich hab doch gerade meinen Namen gerufen. Dann, wir machen dann. Hab ich deinen Namen gerufen? Oder? Das ist Gady. Unten links die erste. Ich mach ein Schild dran, Nahrung. Ja, eine Schaufel. Ja, moin. Ich hab das Video Leon geschickt und er meint, er erzählt nur, wie man einen Server erstellt. Ja. Ja, das ist schwierig. Das ist halt die Java-Version, ne? Da? Hm? Ihr seid so ruhig. Nee. Ich hab mal einen Schmelzofen hingemacht, ne? Hast du jetzt doch einen gefunden? Ja. Jetzt geht das viel schneller. Platz. Ah. Nein, wie schnell diese scheiß Schaufeln kaputt gehen immer. Also, in dem Video erklärt er Stück für Stück, wie du den Server ändern musst, damit Leon auch dazukommen kann. Das Problem ist aber, Leons Version, die er hat, der kann ja nicht mal einen Server suchen, der kann nicht mal auf Mehrspieler gehen. Hat er denn keine Mehrspiele? Nee, da steht nur Spielen. Er hat das ganz normale Minecraft runtergeladen und es steht nur Spielen. Da gibt es noch eine 30-Euro-Version, aber er ist der Meinung, dass das nur da so ein Skin und Zusatzgeld und sowas gibt. Warte mal. Er kann nur spielen. Ja. Da steht nicht Multiplayer oder so. Nein. Ja, dann hat er die Single-Version. Ja. Weil eigentlich auf der PlayStation könntest du eigentlich auch. Du könntest ja mit PlayStation über Multiplayer spielen. Wenn er aber bei ihm nicht mehr Multiplayer stehen hat, dann hat er nur die Single-Version. Warte. Was ist das falsch? Ich weiß es richtig, oder? Nicht. Ich weiß es nicht. So, wir haben jetzt ein bisschen mehr Eisen. Eisen ist gut. Eisen brauchen wir unten noch eine Truhe. Also geteilt, oder? Ich baue erstmal ein bisschen Holz.
Und falls wir wieder keine Probleme haben, ich habe noch einen zweiten Keller gebaut, falls wir noch mehr Truhen brauchen. Aber ich glaube, erstmal reicht's, ne? Ich glaube auch, das reicht. Meine Bogen. Sag mal, wo ist denn das Rohrzucker jetzt? Meine Katze. Ich habe es jetzt gerade noch. Warte. Für was willst du das haben? Da für das Einpflanzen. Achso. Damit ich gleich Kuchen backen kann. Willst du Kuchen backen? Ja, eine Torte. Okay. Ich sammle schon mal Holz, ne? Weil wir werden viel Holz brauchen. Eines Tages komme ich mit der Steuerung auch zurecht. Also sein Hauptbildschirm ist Spielen oder halt Server beitreten und da kann er halt diese Spiele spielen. Bed Wars und sowas alles, so wie ich das jetzt ganz grob gesehen habe. Also er kann anderen Servern beitreten, aber nur die schon da sind. Ja, ist doch da. Unser ist doch da. Nein, er kann ja nicht suchen. Und er hat vielleicht, glaube ich, 6 Server, die er nur beitreten kann. Sonst findet er gar nichts. Das also er kann nicht mal suchen. Lol. Gibt's keine andere Möglichkeit? Na, es gibt noch für 30 Euro dein Starter-Paket steht da. Und eine, weiß ich nicht wie teuer, und das heißt Deluxe halt, ne? Und ich bin der Meinung, ich weiß es nicht, weil es steht bei beiden dasselbe. Ich kann dir sagen, wir haben ja auch alle für 30 Euro bezahlt. Genau, wir haben Bedrock und die Java-Version, 30 Euro bezahlt. Ja, er hat jetzt 18 Euro bezahlt für das, was er jetzt gemacht hat. Er hat nur Bedrock gekauft. Er hat nur Bedrock gekauft, kann das sein? PlayStation gibt's ja kein Java. Ach so. Oh. Macht er sich eine Xbox holen? Oder ein PC. Das ist doch kacke. Jetzt fühle ich mich irgendwie schlecht. Ja, schade irgendwie, ne? Er hat sich das jetzt gekauft, weil er dachte, das funktioniert. Es wäre ja eigentlich gut, wenn man jetzt sagen würde, okay, ich kaufe mir das andere dazu, kriege es aber ermäßigt, weil ich die eine Version schon habe. Aber leider ist die Politik nicht so. Nee. Nee. Oh, ich habe mir wieder ein bisschen Holz gesammelt. Haben wir schon eine Holztruhe unten? Ja, die hast du doch gemacht. Ach so, warte. Wo ist Holz? Hinten. Hier oben. Sehr gut. Wollen wir gleich Holz reintun. Häpplinge unten, genau. Warte mal. Ich glaube, ein bisschen Holz brauche ich. Ja. Hä? Muss ja zwischendurch Dings machen, Stickies. Bin ja gerade einmal abholzen. Den Wald roden. Ach so. Ja, scheiße. Was haben wir denn noch nicht an Kisten? Wir können auch Mischkisten machen, ne? Dann schreibst du das auch drauf. Am besten. Mischkisten oder so. Wie zum Beispiel. Oder Pflanzen nur. Wenn wir Blumen oder sowas. Zapplings könnte man eigentlich auch zu den Pflanzen tun, ne? Ja, deswegen ist gar nicht so einfach. Ja, ich sag ja, das ist gar nicht so einfach, so ein Lagerbau. Das sieht immer so einfach aus, aber das nimmt so viel Zeit in Beanspruchung. Ich wollte schaufeln. Ich habe jetzt eine Kiste mit Blumen und Setzlingen. Ah. Blumen und Setzlingen? Ich habe tatsächlich Blumen. Gib ich gleich ab. Irgendwo. Achso, bei Holz haben wir erstmal die Setzlinge gehabt. Die können dann unten wieder rein. Weizenkörner. Oh, meine Mietz ist hungrig. In Real Life? Oder ja, in Mietze Real Life oder Mietze meine Katze hier? Hungrig. Nee, meine echte Katze ist hungrig. Ah, okay. Sehr gut. Hat sie dir gerade gesagt? Ja, sie fehlt an ihrem Futter noch rum.
Nahrung. Nahrung. Geht aber nicht raus. Nahrung. Ah, na gut, das ist eher Pflanzen, ne? Hm? Was Kohle, denn? Kohle. Oh. Ja, da ist erstmal nur Kohle drin, deswegen habe ich da erstmal nur von und Kohle. Für Tiere. Okay, da kommt Weizen rein, sehr gut. Ja, so ein bisschen Futter und ja, ja. Also für Tiere Futter und. Sehr geil, sehr geil. Die Eier. Blumen. Da kommen Blumen rein. Sehr gut. Habe ich die Weizenkörner nicht abgelegt? Saplings. So, 60 Stacks. Saplings noch ablegen. Weizen. Wo kommt Holz rein? Hinten. Links oben. Das sieht man auch gar nicht. Das Schild? Kann man nicht lesen. Ich kann das nicht lesen. Ja, dann mach es anders, wenn es dir nicht gefällt. Mensch! Dann mach es anders. So. Erde. Erde. Da war Erde, ne? Da war Erde. Ja. Schiff. Also ich kann, na wobei, ja, von hier kann man es tatsächlich schlecht lesen. Ja, ich weiß leider nicht, wie das anders geht. Nee, lass ruhig so. Es gibt eine andere Schildvariante, ich weiß aber nicht, wie die geht. Kann ich dir auch nicht sagen. Und die ist nicht ganz so eindeutig. Da kannst du halt nichts draufschreiben, da machst du dann so ein Dingens drauf. Das ist halt nicht so eindeutig. Ist nicht so schlimm, alles gut. Man erkennt es ja. Ja, ne? Ja. Hier, in der Kiste neben der Kiste, hier neben dem Bett, da ist noch alles voll mit Dings. Was denn? Eisenbahn. Gold, guck ja, da. Wir sind auch noch nicht fertig. Wir sind nicht ansatzweise fertig. Wir fangen gerade erst an. Muss eindeutig schneller werden. Das ist so langsam hier, was ich hier mache. Aber es wird schon noch. Ah, ist schade, ne? Dass Leon nicht mitspielen kann. Ja, ist wirklich. Aber man kann das beim Server ändern. Ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, das ist so ein spezieller Server, ne? Es ist ja kein regulärer Server, sondern naja, halt eine kleinere Version. Ihr habt ja dieses irgendwas Server. Und das Video, was Paul geschickt hat, da wird Schritt für Schritt angeleitet, wie man beides hat. Okay. Aber es ist halt Englisch. Oha, ja. Wer kann Englisch gut? Eileen kann Englisch gut. Frage, wenn du es siehst, weißt du denn, wie es geht? Was denn? Ich meine Cascadia. Achso. Hörst du mir zu? Nein, ich weiß ja nicht. Warte, pass auf, ich zeig's dir. Sonst frag doch Eileen, sie kennt sich da besser aus. Eileen kann Englisch. Sehr gut. Nein, das meine ich nicht. Worum geht's denn? Kannst beim Server das ändern, dass auch Bedrock mit bei ist. Da hat er ein Video. Und irgendwer soll jetzt herausfinden, wie das geht in dem Video. Also es ist halt Englisch und wird Schritt für Schritt angeleitet. Genau, das Video ist Englisch. Du müsstest das ist doch eigentlich simpel. Ich meine, also man muss doch nur gucken, was er macht und nachmachen. Braucht man doch gar nicht. Warte, ich komme wieder. Ja, ich glaube, du musst da irgendwelche Daten ändern oder so, ne? Keine Ahnung. Weiß es auch nicht. Sitzt du oder kackst du? Hä? Lol. Okay. Okay, das ist eher interessant. Gute Fragen.
So, wo gehe ich eigentlich hin? Ich baue gerade so viel Holz ab, ne? Ja, wann wollen wir die Monster anmachen? Heute noch oder wie? Du hast da einmal Holz vergessen oben. Du darfst kein Holz vergessen, sonst baut sich das Laub. Ich habe einmal Holz vergessen, ehrlich? Ja. Wo denn? Hier muss auch irgendwie, hier ist auch noch Holz drin. Du darfst das Holz nicht stehen lassen. Das weiß ich eigentlich, aber ich hab's anscheinend. Naja. Oh, hier ist ein Wasserfall, ne? Echt? So ein ganz kleiner, aber nur. Achso. Irgendwo Holz stehen lassen. Hier nicht. Was ist das rechts oben, das bunte? Ist das auch so ein Villager-Dorf? Wissen wir nicht. Wir waren da noch nicht. Wissen wir noch nicht. Es kann ja auch schon eine spezielle Sache sein, ne? Die man nur in bestimmten Bereichen findet. Wie zum Beispiel so ein Labor oder so, ne? Sowas kann man ja auch finden. Also was habe ich noch nie gefunden. Ich glaube, ja. Das ist meine Edition zu alt. Na, wir haben ja hier die ganz neue. Wir haben die 1.19.3. Also es ist die allerneueste. Du kommst voll mute. Ja, das ist so reinschreit. Voll mute! Voll mute! So, was? Ah ja, noch? Ich sehe. Nee. Hier. Hier? Da. Ach, da! Ah, ja, jetzt habe ich es gefunden. Ja, ich habe es gefunden. Zuckerrohr, wichtig. Am Wasser anpflanzen. Das brauchen wir für Bücher. Und von denen brauchen wir viele. Und immer nur bis zum... Also nie abernten ganz unten. Immer ab den zweiten abernten. Ja, ist manchmal schlecht. Ja, aber du kannst es wieder pflanzen, ist alles gut. Ja, schon, aber naja, ihr wisst schon, wie ich meine. So, in 5 Minuten muss ich los. Oh Mann, das ist aber schade. Ja. Und dann gehst du zu ihm, oder wie? Genau. Wann kommst du wieder? Morgen, nach der Arbeit. Let's go. Morgen geht's weiter. Ach so. Daher wird der Wind. Na klar. Was hast du denn erwartet? Wir brauchen dich. Weiß ich nicht. Wir brauchen dich. Du bist einer, der hat das schon länger gespielt. Du kennst dich ein bisschen mehr aus. Ich hab das schon alles gemacht, was ich machen kann. Ich habe ein Feld gebaut. Ich habe ein Haus gebaut. Merke ich auch nicht. Wir wollen irgendwann ein Ender-Chest haben und so. Ender-Chest wollen wir irgendwann haben. Damit wir überall unsere Dings, sag schnell, unsere, es gibt so eine Truhe, du kannst die, eine Ender-Chest hinstellen und da kann jeder reingehen und sein privates Zeug machen und auch wenn die kaputt geht, wenn du irgendwann wieder eine neue Ender-Chest hinstellst, kannst du, Skeddy? Wieder alles raus. Sag's mal bitte Leon, ich bin gerade am Ausprobieren. Okay. Oder, ja, ja. Aber er kann ja keine Server suchen. Das ist ja das Ding. Ja, wie willst du das machen, wenn er keine Server suchen kann? Du verstehst. Ja, es muss bei ihm auch irgendwie geändert werden, dann, denke ich mal. Ja, ich glaube, ich auch, ja. Also dann brauchen wir doch diese 30 vielleicht. Sehr wahrscheinlich, weil das ja die Wawa-Version ist. Aber ich habe noch nie gehört, dass man beides zugleich spielen kann. Das höre ich zum ersten Mal. Also auf demselben Server. Ja, es geht irgendwie, dass er es dann doppelt auf hat oder sowas. Ganz
Komisch. Ja, aber unser Server ist jetzt nicht so ein wahres Ding, weißt du? Das ist jetzt keine... Bist du da, Skelly? Oh nee, ne? Habe ich gerade Eier weggeschmissen? Ja. Schick mal bitte diesen Link, den ich gerade geschickt habe, schick ihn mal bitte... Also gib ihn mal bitte Leon. Also mal gucken, ob er das findet. Warte. Das ist, ich hab das nämlich in den Server bei Bedwork gestellt. Stark. Sehr gar. Sehr stark. Ja, aber ist das derselbe? Sag jetzt bitte nicht, dass wir neu anfangen müssen. Dann wär ich sehr traurig. Das könnte aber durchaus möglich sein, ja. Oh nee, und meine schöne Insel. Oder holst du dir einfach eine Xbox? Was hältst du denn davon? Niemand mag Xbox. Dass der Server so stabil ist, ich hätte es nicht gedacht. Ohne Scheiß. War es echt gut, ne? Ja! Läuft sehr schön. Ist echt krass. Nicht einen Leck gehabt, ne? Irgendwann kommen bestimmt Chat-Nachrichten. Kann ich auch auf dem Server mitspielen? Das kann bestimmt passieren. Möglich, ja. Ja, und dann sage ich nur, nein, das geht nicht, das ist privat. Genau. Guten Tag. Und so viel Holz gesammelt. Das brauchen wir auch alles. Ist so. Sorg mal für Neues. Rannst du schon ein? Hm. Sehr geil. Wenn du mir alles liegen lässt, sammle ich ein. Ja. Sehr gut. Irgendwann werden wir auch den Enderdrachen und sowas besiegen, ne? Ah, da ist auch noch weit in der Zukunft. Ja, wir sind noch so schlecht, wir müssen das erstmal lernen. Der eine ist schon groß, toll. Sehr geil. Den holst du dich aber gleich wieder ab. So ein Ding ist das nämlich. Ich meine nicht den Baum. Ach so, ja moin. Hallo. Moin, hallo. Was geht? Er googelt jetzt erstmal, wie man überhaupt Server sucht, weil er findet ja nichts. Oh, ich habe hier übel viel Kohle. Sehr geil, Kohle ist super. Oh, ich bin ein bisschen weiter weg von euch. Oh, nö, ne? Ich habe keine Axt mehr. Mann, ich bin schon wieder. Oh, hab ich auch liegen lassen. Den erstmal ab. Warte mal, steht bei Ihnen Welt, Freunde und Service? Weiß es nicht, du musst die mal. Ich kann Freunde finden, aber sonst. Paul, aber kannst du. Paul, mach das doch mal so, ruf ihn doch mal an. Warum will ich ihn anrufen? Ja, weil ihr das immer hin und her laufen müsst. Auch kacke. Verstehst du? Immer zwischen den beiden. Genau. Und dann über Franzi. Genau. Frag ihn mal, ob ich ihn anrufen soll. Ja. Ich glaube, das ist besser. Weil so kommen wir echt nicht weit.
dauert das ja Stunden. Oh, geht die Sonne? Nee, möchte er nicht. Oh, sag ich, ja. Die Sonne geht gerade auf. Ist das schön. Das ist ein schöner Sonnenaufgang. Oh, ich habe auf jeden Fall jetzt gerade einen Bedrock-Server online gemacht. Mhm. Okay. Ja, aber wir wollen die Java-Version ja spielen. Weil das geht nicht. Das funktioniert nicht, wenn Leon mitmachen will. Also macht ihr jetzt einen neuen Server? Genau. Oh, eine extra App? Was? Nee, bin total verwirrt. Oh, ups. Sehe ich das nicht? Weißt du, was ich jetzt mache? Ja. Ich mach genau das gleiche, wie der Typ das im Video gemacht hat. Naja. Also Leon kann keine Server suchen. Er muss dafür eine extra App runterladen. Okay. Auf PlayStation geht das nicht. Ja, und die App kann er nicht runterladen? Ich weiß nicht. Willst du die denn runterladen? Er antwortet nicht. Guck mal, wie viel Holz ich drin hab. Ich hab vorhin schon gesehen. Sieht gut aus, ne? Die ist übel viel Kohle und Kupfer habe ich auch schon gefunden. Kupfer habe ich auch hier in der Dings gepackt. Ich werde mal ein bisschen begradigen hier, damit wir ein bisschen gerade haben. Gerade mal. Gerade gemacht. Kann sein, dass ich den Server gleich mal neu starten muss, ne? Ja, okay. Sag wann, aber sag Bescheid wann. Dauert ja bloß eine Minute. Aline muss ja eh gleich los. Ja, ich habe jetzt mein Inventar soweit freigeräumt. Also ja, hier oben ist noch eine letzte. Hochtiefenschiefe. Oh, das sieht cool aus. Das muss ich mal kurz. Ich habe gesagt, ich muss den jetzt einmal kurz neu starten. Jetzt? Warte kurz. Warte. Ich muss jetzt einsammeln hier, den ganzen Scheiß. Ich bin mitten im Nirgendwo. Lass mich noch mal kurz irgendwo rauskommen. Nein, wenn du wieder joinst ja da, wo du bist. Ja, aber dann ist sie verwirrt, wenn sie jetzt beispielsweise sagt, ich höre auf heute. Dann wacht sie auf und dann weiß sie nicht mehr, wo sie ist. Ja, doch. Ja, ich möchte auch lieber zu Hause sein. Nicht, Ach, dauert das. Ja, zum Zweifel spawnt sie vielleicht auch wieder da. Na, mach. Ja, okay. Gut, ich bin draußen. Ja, fang an. So. Gleich geht's weiter. Sag Bescheid denn, ne? Er ist doch offline, was willst du hören? Sag Bescheid, wenn er wieder online ist, meine ich. Ich meine nur nicht dich. Jetzt ist er ausgeschaltet. So, ich nutze das gleich mal und verabschiede mich von euch.
Alles Gleichen. Lina, hat Spaß gemacht. Wir müssen das wiederholen. Ganz klar. Kannst super gerne. Kannst ja Sven fragen, ob er mitmachen will. Oh ja. Ah, der wird bestimmt super gerne mitmachen, aber dann macht er nichts anderes mehr und dann ärgert er sich wieder, dass er nichts anderes schafft. Gut, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Ja, danke schön. Dir auch. Und dann, ja, dir auch. Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Was sagt ihr zu meinem Hintergrundbild? So Übergangsbild? Hab ich neu gemacht. Oh, warte. Ja, hä? Achso. Ist cool, ne? Mhm. Gleich geht's weiter. Und dann stehen alle mit den ganzen Twitch-Emotes. Plugins. Lustig, ne? Also Steffi hat geschrieben, das ist ein Kackspiel. Ja. Steffi hat keine Ahnung. Zack. So. Irgendwas leckt gerade. Hab ich dir haben Sie noch einen Moment Geduld. Die nächste freie Leitung ist bereits für Sie reserviert. Was will er denn jetzt von mir? Also Leon braucht jetzt... Oh, diese... Warte kurz. Wo kann ich denn... Option... Warte kurz. Ich muss einmal kurz die Musik ausmachen. Ja. Ist das nervig. So, er braucht einen Servernamen und einen... Portschlüssel? Er kommt, glaube ich. Warte. Portschlüssel? Ja. Warte kurz. Ich will kurz das Channel machen, was er hier macht. Gaze MC. Geht sofort los. Gaze, da ist das doch. Momentan sind alle Leitungen belegt. Ja, mit dem Minecraft-Musik im Hintergrund, das ist wie so eine Warteschlange, wenn man anruft. Hotline. Bitte haben Sie noch einen Moment Geduld. Wenn Ihnen die Wartezeit so lange wird, rufen Sie später noch einmal an. So, jetzt hab ich das. Ah ja. Oh, Mahlzeit. Mach du, ey, Digga, dieses Drecks-PC, Digga.
Hat er was gesagt? Okay. Er hat einen Laut O gemacht eben. Oh, funktioniert. Hat er irgendwas gefunden? Mein PC hat sich aufgehangen. Der Paul sucht gerade. Ich bin gerade dabei, die Mod dafür runterzuladen. Let's go. Bald dich. Für mich steht bloß Google Chrome keine Rückmeldung. Komm, schließen. Er braucht den Servernamen und die Port-ID, richtig? Genau, ja. Okay, warte mal. Warte nicht, du. Ja, wenn es... Hab ich das schon gesehen? Den Maxovix? Also den, wo wir jetzt... Was? Ja, der ist gerade offline. Das ist richtig. Der Server ist gerade offline, ja. Ja, ja. Wieso? Er hat dich gefunden, ja. Oha! Warte. Welchen Server hat er gefunden? Welchen Server? Wie heißt er? Der Bedrock Server. Oh nein. Also Sublex. Sublex, ja. Okay, warte. Sonst warte. Der Sublex Server ist gerade offline, ist richtig, weil ich gerade auf einem anderen Account drauf bin. Sonst, warte. Oh nein, unsere schöne Insel. Alles für die Katz. Falls. Plugins. Boah, dann muss ich mir die Bedrock-Version ja auch runterladen. Warte mal. Wir wissen aber nicht, ob Aileen die Bedrock-Version hat. Sie hat noch eine alte Minecraft-Version. Da gab es eventuell die Bedrock-Version noch gar nicht. Auch die Arbeit, die er sich gemacht hat mit der Karte und so, das ist echt ärgerlich. Ja. Wir haben so viele Stunden reingesteckt schon. Und schade um diese schöne Insel. Ich mag die so sehr. Ich habe die so lieb gewonnen. Mach das jetzt mal wieder an online, weil er hat den jetzt hier, wo wir spielen, auch gefunden. Nein! Oh mein Gott! Hast du das gehört? Mach sofort online. Mach sofort online. Warte kurz. Oh, ne. Pogchamp in den Chat. Chat. Pogchamp. Ich soll jetzt Mecklenburg-Schwerin online machen. Ja. Genau. Wir müssen mal probieren. Vielleicht klappt das ja. Oh, bitte. Pogchamp. Ja, wir sagen Bescheid. Let's go! Gerade. Drück die Daumen! Ich drück so die Daumen, ich hab schon Angst, dass sie kaputt gehen. Wahrscheinlich breche ich sie mir gerade. Aber ich mach mal Whitelist aus. Ja, was? Oh, bitte. Entspann dich doch mal, Hakan! Wie bitte? Es kommt doch eh keine Sau rauf. Und dann zwei Zuschauer da.
Woher kennst du meinen Zweitnamen? Jetzt habe ich startet, dauert ein bisschen. Go. Oh. Ich hab Bock. Musik, die Minecraft-Version, ich sag, Musik läuft die ganze Zeit. Oh, Mahlzeit. Braucht er noch die Port-ID oder so? Anscheinend nicht. Nee, er hat's so gefunden. Müssen wir dann mal gucken. Dann müsste er eigentlich joinen können. Wir müssen noch... Noch nicht. Ja, warte auch. Spannend. Oh mein Gott, Alter, das ist so spannend. Siehst du, alles ist möglich, solange du wild bist. Ich glaube, er hat mich, wenn es funktioniert, dann hat er mich auch nur da gefunden, weil ich gerade das Plugin installiert habe. Ja, sehr gut. Bin aber nicht sicher. Deswegen. Ja, ist ja scheißegal, es funktioniert. Alles wäre einfach nur super, wenn es funktioniert. Ja. Ich meine, wenn er ihn schon gefunden hat, dann muss es doch auch gehen. Also, mal logische Schlussfolgerung, oder? Eigentlich, ja, ne? Ich hab halt eine andere Software jetzt drin. Ja, ist ja egal. Hauptsache, es funktioniert. Ist der Server online? Noch nicht. Er muss die ganzen Daten ja neu laden. Startet. Ist online. Okay, let's go. It's online. Jo. Verbindung fehlgeschlagen. Fehlgeschlagen. Bei Ihnen auch? Bei Leon auch? Nee, keine Ahnung. Was denn? Jetzt geht's. Verbindung zum Server steht bei mir. Ich kann immer noch nicht. Ja, bei mir steht Verbindung zum Server. Aber es passiert nichts. Jetzt klappt es nicht mehr. Oh nein. Er ist online, aber wir kommen selber nicht rauf. Warte, ich guck mal, ob ich raufkomme. Verbindung fehlgeschlagen. Zeitüberschreitung. Verbindung fehlgeschlagen. You are not whitelist. Ich bin nicht in der Whitelist, steht bei mir. Ja, ich auch nicht. Ja. Wir sind nicht in der Whitelist. Obwohl. Ich hab die Whitelist doch raus. Ja, keine Ahnung. Steht hier. Ist verschlüsselt. Ja. Oh nö. Och nö. Wir waren doch so weit. Wir hatten doch Hoffnung. Warte mal. Wo waren das nochmal? Und mach mal frei erstmal. Oder wir brauchen jetzt die Bedrock-Version und erst jetzt kommen wir erst drauf, wenn wir die Bedrock-Version runtergeladen haben. Wir haben doch beides, oder nicht? Nein, nein, wir haben nur die Java-Version runtergeladen. In Landshare kannst du auch die Dings runterladen, die Bedrock-Version. Du kannst da umstellen in den Landshare, verstehst du? Bei dem Microsoft Store steht bei meinem Spiel ja, wir Java haben, und Bedrock. Das ist korrekt. Jetzt geh mal auf den Launcher. Mach mal Spiel aus. Mach mal das Spiel auf, den Launcher. Also du musst Spiel schießen. Mach ich auch mal. Mach mal den Microsoft Store auf. Du siehst ja den Launcher, ne? Was? Den Launcher. Launcher, mir doch egal. Guck mal, ich bin jetzt auf dem Spiel drauf. Nee, du musst aus dem Spiel raus. Ich bin raus aus dem Spiel. Ich bin jetzt im Microsoft Store. Genau, und da steht doch oben Minecraft Java Edition. Also rechts, links auf der Seite. Und darunter steht für Windows. Das ist die Bedrock-Version. Und die haben wir nicht runtergeladen. Verstehst du? Meine Version steht hier Minecraft, Java und Bedrock Edition for PC bereits erworben. Ja, hab ich ja auch. Aber
Wir haben nur die Java, also ich habe nur die Java-Edition runtergeladen. Hier steht Edition, Java ja. Und Bedrock Edition. Unter? Achso, ja, bei mir steht Java Edition Minecraft und darunter steht bei mir Minecraft für Windows. Bei mir, also du hast einen anderen Launcher als ich. Anscheinend. Ja. Welche Version hast du? Welche Version steht da unten? Alter, weiß ich nicht. Neueste Version steht doch da, ne? Du müsstest ja eigentlich, du müsstest ja auch dieselbe Version wie wir haben. Ah, hier, Minecraft Launcher habe ich hier, warte. Genau, und darunter ist Minecraft Launcher. Genau. Und da ist darunter steht die Minecraft für Windows. Und die haben wir nicht. Ich habe gerade auch ein Problem. Oh, was hast du gemacht? Ach so. Hast du es gefunden, ja? Lady? Ja, ja, da steht Minecraft für Windows, Java Edition, Minecraft genau. Dungeons. Genau, und wir haben nur die Java Edition runtergeladen. Wir müssen noch die Bedrock-Version, also die für Windows, runterladen. Also wir haben beide Spiele, aber wir haben nur für Java runtergeladen. Verstehst du es jetzt? Ja, das okay. meine ich damit. Also rein theoretisch, wenn man diesen Server jetzt nur noch auf Bedrock umstellen kann, also wenn Paul das hinkriegt, auf Bedrock umstellen kann, dann kommen wir mit Bedrock-Version auch auf denselben Server, verstehst du? Mhm. Das wäre crazy, wenn das funktioniert. Dann verlieren wir nichts. Ich komme nicht auf den Server rauf. Warum steht, ich bin nicht gewitelistet? Für deinen eigenen Server? Ja, obwohl ich gewitelistet bin. Starte also müssen wir komplett neu machen? Starte mal neu. Minecraft meine ich, starte mal neu. Komplett. Aber ich hab mir auch mal die Bedrock Edition runter. Ich hab die noch gar nicht. Ich muss die auch runterladen. Musst du gar nicht. Doch wissen wir es doch gar nicht, ob es funktioniert. Ja, dann müssen wir über Bedrock spielen. Ja, wahrscheinlich. Aber laut Leon können wir auch Java machen. Also das, was er da hat. Aber ich weiß es nicht. Jetzt ja, das liegt nur an Paul. Weil er gefunden wurde er ja. Es liegt jetzt nur an Paul, wie er das jetzt hinbekommt. Er kennt sich damit auch nicht aus. Er macht das seit gestern das erste Mal. Vielleicht ist ja jemand im Chat, der das auch weiß. Kappa. Das ist auch keiner. Ja, ich weiß. Ich gehe mal schnell aufs Klo. Ich glaube, es liegt eher daran, weil ich jetzt einen anderen Dings genommen habe. Eine andere Software. Ja, mach doch nochmal anders. Mach wieder zurück zu dem zu dem normalen Ding. Wie lange lädt er denn das runter? Robert und ich haben euch jetzt übelst heiß gemacht auf Minecraft, Digga. Das will jeder Minecraft mitspielen. Warum holt Leon sich auch nicht einen PC? Und? Entspann dich, bei mir wird nachher runtergeladen. Du glaubst jetzt, du kommst mit der Bedrock-Version auf diesen Server jetzt rauf, sagst du? Weiß ich nicht, deswegen gucke ich ja. Ja, aber Leon... Und wenn nicht, mache ich wieder die andere Software rauf. Mach doch gleich die andere. Laut der App kann er wohl trotzdem Zugriff haben. Ja,
ich denke mal, er hat ja Zugriff, weil ich jetzt die Software jetzt raufgemacht habe. Ja, aber er kommt. Wieso Zugriff? Er kommt doch nicht rauf. Dass er meinen Server gefunden hat. Ja, aber er ist nicht raufgekommen. Oh, ich habe eine Software runtergeladen. Und währenddessen, wo ich die runtergeladen habe, wo ich die drauf hatte, hat er mich ja gefunden gehabt. In diesem Zeitraum. Ja. Das heißt, wenn ich glaube, wenn ich jetzt die alte Software wieder drauf mache, dass er unseren Server dann nicht mehr findet. Ach so, okay. Ja, Leute, er spielt das aber auch über Java. Es sind noch 81 MB und dann gucken wir. Welche App? Da musst du irgendwie so eine Zusatz-App runterladen und damit sucht er keinen Server auf sein Ding, sondern nach Freunden und dadurch kann er auf dem Server raufkommen. Was für Freunden? Ja, er sucht über Freunde den Server und dann findet er den. Über PlayStation Store oder wie? PlayStation Freunde? Welche Freunde? Ja. Wer ist denn mit wem befreundet? Nein, er ist auf dem Minecraft-Spiel. Und da kann er nur Freunde suchen oder in Servern beitreten, die schon da sind. Ne, diese Standard-Dinger. Ach so, ja. Und wenn er jetzt uns sucht, er kann ja keine Server suchen, sondern er sucht dann nach Freunden den Server. Also über Freunde, er sucht bei Freunden unseren Server und dann findet er den als Freund quasi. Er weiß nicht, wie das funktioniert, aber es funktioniert. Warum steht das Lade Ressourcenpakete? Spiel. Server. Ich verstehe bloß nicht, warum du nicht selber mehr raufkommst. Ah. Dumm. Ja, wenn er auf Bedrock geändert hat und er ist kein Bedrock drauf, dann kommt er auch nicht rauf. Ja, gut, klingt logisch. Ja, aber Leon. Warte mal, ich habe was hier gefunden. Ja. Boah, ist die Musik laut, Alter. Warte, entspannt. Ja, bei mir auch. Wir machen schon seit einer halben Stunde nichts mehr. Das ist langweilig für den Stream. Vielleicht sollte ich Einzelspieler so lange spielen. Ich spiele mal Einzelspieler so lange. Was ist denn Serveradresse? Naja, deine, die Domain halt. Mhm. Ja. Oha. Hä? Boah, ich wollte gerade schon sagen. Hä? Hat gerade. Also jetzt. Wahrscheinlich beim Reinladen, das ist normal. Hab ich nichts hier oder was? Hier gemacht? Ach du Scheiße. Ich glaube, ich habe mich einfach. Also, du versuchst, dich zu verbinden. Komm nicht mehr hoch. Aha! Sag nicht aha, wenn es nicht funktioniert. Aha. Ah, ja. Ich glaube gar nichts. Die Musik ist so laut. Ich höre nichts. Warum? Du hast sie doch vorhin schon leiser gemacht. Bist du nicht auf Speichern gegangen oder was? Entspann dich mal kurz, Hakan. Ich starte gerade den Server. Ich heiße nicht Hakan. Hör auf damit zu sagen. Eine Beleidigung für Leute, die so heißen. Distanziere mich davon. Ich muss mich hier mit meiner Faust durch Steine schlagen. Ja, ich sitze hier fest. Ich habe mich runtergebuttelt und hab nichts. Oh nein, ich bin gesprungen. Warte.
will hier nur raus, Mann. Meine Faust. Warum lachst du? Weil du kurz am Ende, wo der Stein fast durch war, einfach gesprungen bist. Entschuldigung, ja. Keine Verbindung zur Welt. Ah, super. Hä? Siehst du? Deswegen sag nicht aha. Oh, da oben ist Sand. Das ist die Lösung, die Erleuchtung. Er macht doch wieder den alten Server. Ja. Er hat ja in dem Moment gesucht. Vielleicht findet er es ja trotzdem. Oh, ich bin frei! Oh, Sonnenlicht! Oh. Oh, ist das schön. Minecraft ist so eine wunderschöne Welt. Oh. Immer diesen Dreckserver offline zu nehmen, ne? Das nervt so. Oh. Nein, ein Evil Chicken. Ich hab's genau gehört. Da hinten ist es. Evil Chicken. Oh, und da ist ein Dings. Ein Evil Chicken. Ah, komm her, du Drecksau. Bleib stehen. Oh, ein Esel. Lauf. Hey, hast du ein Ei gelegt? Gib mal her, dein Ei. Du guckst den Esel bei mir an und sagst, hast du ein Ei gelegt? 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 Ja, ja. Blöder Esel. Sollen wir jetzt nochmal gucken, ob wir jetzt nochmal den Server finden? Ja, glaube ich nicht. Magst du nochmal suchen, Schatz? Also, warte. Nee, der Server ist noch online. Warte, offline meine ich. Das ist super. Er hat die ganze Zeit versucht. Auch Holz. Welche Adresse soll ich jetzt suchen? Mecklenburg, Schwerin. Hier steht bei mir veraltet, Minecraft-Server. Hast du jetzt Bedrock runtergeladen? Nein. Gut. Ja? Die Mecklenburg-Adresse, die ich geschickt habe. Aber ich muss das andere jetzt nochmal machen. Ich habe ja Bedrock installiert. Du kannst einfach umstellen. Du hast beides drauf. Du musst nur. Server ist online. Echt jetzt? Ja, ist online. Okay. Ja, wir kommen auch drauf. Nein, kommen wir nicht. Ich bin nicht auf der Gästeliste. Oh, ne. Viele. Whitelist. Garnix. Hinzufügen. Und Andreas auch, beziehungsweise Blackstar. Ich weiß nicht, wird's was. Robert. Wie kann man Leute adden? Eine gute Frage. Ja, ich bin drin. Findet den Server? Aber ich habe alles verloren. Wir müssen komplett neu starten. Nein! Wie? Also ich bin in der Schneewelt. Nein. Geht nicht? Bei Leon wird nichts angezeigt. Oh nein, unser schöne Insel. Nein. Warte, ich muss ihn erstmal whitelisten.
Der Server. Du bist nicht auf der Gästeliste. Fresse. Ist unser Server jetzt wirklich weg? Mhm. Oh nein. Ja, ich bin dabei. Warte kurz. Es ist genau die alte Adresse, die du da geschickt hattest? Ja, ja, ist immer noch die gleiche. Ja, ja, wenn der Server weg ist. Ich hab keinen Zugriff. Ist nicht auf der Gästeliste, obwohl. Hä? Nein. Nur ich komm rauf, oder ja. Was? Robert, bist du drauf? Bin privat. Ich spiele gerade privat. Ja, ich bin dran. Die gesendeten Nachrichten können verändert werden. Okay. Ja, ich hab gar nichts. Ich hab auch keine Map. Weiß gar nicht, wo ich bin. Ja. Das ist ja toll. Du hast also unsere Map zerstört. Weil ich das auch wollte, ne? Ah, passiert, mein Gott. Nee, die Insel war so schön. War ein Bilderbuch von der Insel. Kupfer gefunden. Jetzt kann ich beitreten. Nee. Wie nee? Was nee? Findet's nicht. Ach, jetzt findet er jetzt nicht mehr. Nö. Hey Creeper, willst du mich in Luft Er hatte bringen? Die Badwalk. Warte drauf, bis die Monster spawnen. Oh nein. Da bin ich im Peaceful. Weiß es gar nicht. Müssen wir dann komplett, weil es ist jetzt sowieso alles hinüber auf Bedrock wechseln. Das hat er gefunden. Ja, das Problem ist, wir wissen nicht, ob Eileen Bedrock hat. Die hat noch eine alte Version von Minecraft. Und da gab es diese Windows-Version noch gar nicht. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Musste sich das dann runterladen wieder. Wir müssen so oder so von vorne anfangen. Wie macht man das denn? Wie ändert man das denn? Ich habe Biene Maya gefunden. Und Willi. Und Willi. Willi! Ich werde hier sterben, Paul. Schon ist schlimm. Mach ja nichts. Kann mich hier nicht rausbrüllen. Oh, ist das irgendwie enttäuschend. Es ist so enttäuschend. Nein! Ich sterbe. Ich werde umgefragt. Dann würde ich sagen, dann macht ihr einen neuen Server auf und ich muss jetzt sowieso aufhören. Warum? Weil Leon morgen früh wieder aufstehen muss und ich muss Nele jetzt Bett fertig machen, was zu essen geben und dann ins Bett gehen. Nö. Und dann wird vielleicht nur noch Bedrock runterladen. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Das Ding ist, ich muss eine ganz andere Software runterladen. Das ist ja das Problem. Pass auf,
Ich zeig es doch kurz. Ich mache mal kurz Bildschirm übertragen, damit es ja, auch ja, steht. Ich mach den Stream aber erstmal aus, würde ich sagen. Das macht ja gar keinen Sinn mehr. Komm ja, rein, schade, Leute. War schön gewesen, aber leider ist diese Welt für immer weg, weil wir haben was probiert und ja. Die ist leider weg. Müssen wir mit leben. Wir werden bestimmt nochmal spielen, aber erstmal sage ich tschüss. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao mit V. Wiederschauen und reingehauen. Tschüssi. Bis zum